Einen wunderschönen guten Abend aus dem leeren Berliner Olympiastadion. Zwar ohne Fans, aber hoffentlich gleich mit packendem Finalfußball. Der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen oder wie es offiziell heißt, Bayer 04 Leverkusen eben gegen den FC Bayern München. Und da unten steht er auch schon und funkelt, der DFB-Pokal, der ja Feingold um das Sterling-Silber drumherum hat und am Sockel noch Platz bis 2030 zum Gravieren. Und wir sind sehr, sehr gespannt, Armin, wer heute eingraviert wird, Bayern oder Leverkusen? Ja, beide Mannschaften wollen natürlich unbedingt gewinnen. Die Bayern das Double, Leverkusen nach 1993, so lange haben die keinen Pokal mehr gewonnen, wollen sie das auch gerne machen. Es wird jetzt gleich eine kurze Gedenkminute geben, der Opfer der Corona-Pandemie. Und da werden wir natürlich auch hier sehr leise und sehr gedämpft werden. Genau diese Corona-Pandemie ist es ja auch, die uns letzten Endes eben verwehrt, dass dieses Olympiastadion jetzt voll wäre mit Zuschauern und vor allem eben mit über 20.000 von jeder Mannschaft. Vielen Dank. Die Spieler beider Teams haben sich jetzt um den Anstoßkreis versammelt und man hört den Applaus von, es sind so etwa 600-700 Menschen insgesamt mit uns Journalisten hier im Stadion und haben also jetzt erst einmal diese Gedenkminute gemacht und nun wird es gleich losgehen mit dem 77. DFB-Pokalfinale. Und du hast es eben gesagt, es ist zwar so, dass die Bayern der klare Favorit sind und dass sie gern das Double holen würden, aber Leverkusen ist heiß, will endlich mal einen Pokal holen, hat heute in der Aufstellung einen Kai Havertz, das Supertalent, vorne wieder im Sturm, in der Sturmspitze. Das hat er in dieser Geisterspielzeit, so will ich sie mal nennen, des Öfteren gemacht. Und dazu dann Lars Bender, der wieder dabei ist, der Kapitän. Und wir haben das eben beim Aufwärmen beobachtet, wie die Bender-Zwillinge, Sven Bender natürlich in der Innenverteidigung auch dabei, wie die die Jungs heiß gemacht haben, wie die teilweise angeschrien haben beim Aufwärmen. Also Leverkusen ist heiß, aber es spricht natürlich trotzdem sehr viel Philipp Egger für die Bayern. Und der Schiedsrichter Tobias Welz hat die Pfeife schon im Mund. Beide Teams stehen jeweils in ihrer Hälfte. Leverkusen in den schwarzen Trikots, die Bayern in ihren knallroten FCB-Trikots. Und in dieser Sekunde ist Anpfiff. Der DFB-Pokal ist natürlich mittlerweile runtergebracht worden vom Feld. Und diese Favoritenrolle, die Bayern haben, füllen sie mit der Startelf, die wir auch erwartet haben, vor Manuel Neuer im Tor. Die Vierer-Abwehrkette mit Alphonso Davies, der Kanadier, der Außenverteidiger, der gerade schon den Ball zurück eben zu seinem Kapitän, zu Manuel Neuer, spielt. Boateng, Alaba in der Innenverteidigung, Pavard rechts, dann Goretzka und Kimmich, die beiden Sechser und die Leverkusener, die eben schon früh draufgehen, pressen. Das wird auch so ein bisschen das Rezept eben sein, vorne im Mittelfeld Coman und Gnabry, in der Mitte Müller und vorne drin Robert Lewandowski. Und Alphonso Davies, der schaltet sich ja auch immer wieder nach vorne mit ein. Jetzt zum Beispiel schon ist er in der Leverkusener Hälfte auf der Höhe des 16ers, aber verdribbelt sich ein bisschen. Es gibt Einwurf für Bayer 04 Leverkusen. Das wird wirklich, Armin, was du schon gerade angesprochen hast, sehr, sehr beeindruckend da beim Warmmachen. Die Bender-Zwillinge, eben Lars, der jetzt gerade mit dem Einwurf, der hat die ja eingepeitscht. Und auf der anderen Seite auch bei den Bayern Thomas Müller, das ist ja auch so ein bisschen der Lautsprecher von Trainer Hansi Flick. Und hat man schon gemerkt, auch er zwar einerseits eben entspannt, aber dann auch mit richtig Power. Und das wollen sie jetzt eben reintragen in dieses Finale, das Peter Bosz, der Leverkusener Trainer, gerade stehend erlebt in einem dunklen, schicken Anzug und braunen Lederschuhen. Und also der Einwurf jetzt für die Leverkusener an die Mittellinie ran. Und dann geht es schon vielleicht schnell über die rechte Seite mit Diaby, aber der steht im Abseits. Auch wenn Alphonso Davies nachgrätscht am Bayern 16er, muss er gar nicht. Gibt Freistoß für den FC Bayern München. Knapp 3 Minuten sind da schon gespielt. Oder nee, muss ich meine Kontaktlinsen nochmal stellen? Knapp 2 Minuten sind es. 0:0. Das ist der Spielstand. Ja, der Davies hat da ordentlich mal ein Loch in den Boden reingerissen. Da kann man von hier oben, und wir sind bestimmt 100 Meter weg vom Feld, sehr weit oben in dieser riesigen leeren Schüssel im Olympiastadion zu Berlin. 0:0 der Spielstand. Und die Bayern haben hinten in der eigenen Hälfte den Ball über Boateng. Der treibt jetzt immer erstmal 20 Meter in Richtung Mittellinie. Und dann kommt wieder einer dieser weiten Bälle aus dem Fußgelenk und findet Kingsley Coman. Der ist an der linken Eckfahne. Guckt jetzt mal, was kann er machen? Sieht Lars Bender vor sich, zieht die Flanke in die Mitte. Kopfballmöglichkeit für Lewandowski, der schraubt sich hoch,
aber kommt nicht so richtig hinter diesen Ball, kriegt weder Wucht noch Präzision in diesen Kopfball und deshalb geht er dann doch relativ deutlich am Tor vorbei. Philipp Eger hat ihn eben angesprochen, Peter Bosch, der da im Augenblick noch so mit verschränkten Armen, Sakko ziemlich entspannt in seiner Coachingzone steht. Er ist der vierte holländische oder niederländische, politisch korrekt ausgedrückt, Trainer, der ein Pokalfinale als eben Trainer erleben kann. Und bislang hat noch keiner von ihnen ein solches Pokalfinale verloren von diesen niederländischen Trainern. Rinus Michels, Huub Stevens und Louis van Gaal. Das waren die drei Vorgänger von Peter Bosch, die jeweils hier im Endspiel standen. Und Huub Stevens hat sogar mit Schalke gleich zweimal gewonnen. Jetzt Leon Bailey. Bailey in der gegnerischen Hälfte für Leverkusen. Legt nochmal ab auf Moussa Diaby, den jungen Franzosen, der sich in die Herzen der Leverkusener Fans gespielt hat. Aber der sieht jetzt in dem Augenblick, obwohl er noch so jung ist, mit ganz ruhigem Blick, dass vorne nichts geht. Und deshalb spielen die Leverkusen ja erstmal ganz hinten rum über den eigenen Torwart, über Lukas Radetzky. 0-0 der Spielstand, 3,5 Minuten sind drin. Und Sie hören es im Hintergrund, da ist durchaus auch Applaus da von beiden Teams, ja jeweils Delegationen von 125 Personen im Stadion. Die Leverkusener, die schon beim Aufwärmen auch da, Ehrenpräsident ist bei den Bayern, das ist Uli Hoeneß, Ehrenspielführer, auch Jogi Löw, den wir gerade sehen, mit Maske natürlich sitzt er da, Bundestorwarttrainer Andi Köpke ist auch dabei. Also es ist schon ein bisschen Akustik, zumindest jetzt beim Freistoß der Leverkusener. Lars Bender an den Bayern, 16er herangetreten, Arangis will nachsetzen, aber da ist Leon Goretzka von der Sechserposition weit mit nach hinten gekommen, klärt, köpft in die Arme von Manuel Neuer und er versucht es schnell zu machen. Über rechts raus auf Serge Gnabry. Serge Gnabry, der sich vorhin auch noch ganz intensiv mit Benjamin Pavard beim Warmmachen unterhalten hatte, also da so ein bisschen abgesprochen hat, wie das rechts auf der Seite laufen soll. Aber der Ball läuft im Moment in den 16er der Leverkusener. Lukas Radetzky spielt ihn vor auf Julian Baumgartlinger, den Österreicher auf der Sechserposition zusammen mit Charles Arangisia. Bei den Leverkusenern geht es wieder zurück in den 16er, wieder Radetzky, der so ein bisschen bedrängt wird von Robert Lewandowski. Die Leverkusener versuchen hinten spielerisch rauszukommen. Auch Diaby, der jetzt wieder angegangen wird von Alphonso Davies, lösen sie aber sehr gut. Auch mit Kai Havertz in den Anstoßkreis rein. Aber Amiri kommt da nicht mehr ran. Deswegen die Bayern, die versuchen es schnell zu machen mit einem Pass von Jerome Boateng, der sich Armin ja tatsächlich auch durchgesetzt hat wieder. Der Routinier gegen Lucas Hernandez, der da hinten wieder ein Stabilisator geworden ist, auch wenn der Pass jetzt zu weit war und hinten eben mit Alaba in der Bayern-Innenverteidigung spielt. Ja, der ist wieder fast schon alte Weltklasse, der Boateng, mal verletzungsfrei geblieben über einen längeren Zeitraum und prompt ist er wieder da, wo er schon mal war und die Leverkusener jetzt im Vorwärtsgang und dann wird es einen Freistoß geben. Ja, ein bisschen Frust in dem Fall bei Leon Goretzka, der sagt, mein Gott, ich habe den Leon Bailey kaum berührt und dann ist er gleich hingefallen. Entfernung zum Tor knapp 30 Meter, also doch noch relativ weit weg. Ah, ja, da gab es natürlich den Kontakt von Goretzka. Ob das jetzt ausreicht für einen Freistoß, sicher keine Fehlentscheidung, kann man so geben von Tobias Welz, der beide Mannschaften übrigens in dieser Bundesliga-Saison nicht gepfiffen hat. Der war länger verletzt, der Schiri, und hat es dann also tatsächlich so hingekriegt, dass er keins dieser beiden Teams in dieser Saison hatte. Und deshalb ist das für ihn jetzt eine Premiere, ein Spiel mit Leverkusen und den Bayern zu pfeifen. Freistoß also für Leverkusen, wie gesagt, so knapp 30 Meter Torentfernung. Leon Bailey zwirbelt den Ball jetzt in den Strafraum rein. Kopfballablage erst einmal, aber da ist die Bayern-Abwehr schon wieder zumindest ein bisschen störend dazwischen. Und am Ende hätte Manuel Neuer diesen Ball aufnehmen können. Da sind sie ein bisschen übermütig rangegangen, aber haben das Ganze dann geklärt und versuchen jetzt direkt in die Kontersituation zu kommen über Lewandowski. Wunderbare Ballannahme gegen 4-5 muss er sich dann durchsetzen. Da hat ihm dann auch diese tolle Ballannahme nichts genützt. Leverkusen im Ballbesitz, 0-0 der Spielstand. Und Kai Havertz, der sich auf der Außenbahn befindet, aber über den Ball stolpert, deswegen die Bayern schon wieder im Ballbesitz. Alphonso Davies, aber auch da grätscht dann der Leverkusener Kapitän Lars Bender dazwischen. Also die ersten knapp 7 Minuten sind durch. Es ist ein bisschen hektisch, noch keine Tore, 0-0 und Einwurf für den FC Bayern an der Mittellinie. Genau, ein paar Meter entfernt vom Trainer der Leverkusener, Peter Bosch. Und Alphonso Davies versucht vor, auf Kingsley Coman zu werfen. Das ist eben die linke Seite der Bayern mit Coman, der jetzt auch steil geschickt wird von Serge Gnabry in den 16er. Coman in die Mitte rein, Chance für die Bayern. Goretzka schießt, wird abgeblockt, fällt dann auch noch. Aber es gibt keinen Pfiff vom Schiedsrichter von Tobias Welz. Die Bayern setzen nochmal nach mit Joshua Kimmich. Also jetzt mal ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Pressing auch in der Leverkusener Hälfte von Bayerns Seite vor dem 16er. Müller hat ihn, spielt ihn dann nochmal auf Kimmich und dann
wird es ein bisschen konfus, kurios. Und der Ball wandert irgendwie hoch über die Torauslinie drüber. Und dann gibt das den ersten Eckball für den FC Bayern München im eben leeren Berliner Olympiastadion. Die Banner der Bayern-Fanclubs sind in der Bayern-Fanhälfte aufgebaut. Über 900 Banner sind das aufgezogen. Auf der anderen Seite eben, Armin, da sind diese Shirts in Rot und Schwarz über die Sitzschalen, über die Stühle drüber. 20.000 insgesamt. Jetzt gibt es aber den Eckball für die Bayern. Von der rechten Seite. In der Mitte versammeln sich natürlich die langen Kerls. Ball kommt hoch herein. Kopfballverlängerung da von Müller. Wird es nochmal gefährlich. Leverkusener kriegen den Ball da nicht so richtig raus. Lars Bender hat das jetzt nicht so toll gemacht, aber immerhin so weit geklärt, dass Kimmich jetzt nur einen Einwurf, nein, Müller ist es, nur einen Einwurf kriegt für die Bayern. Der wirft direkt rein in den Strafraum. Möglichkeit da jetzt das Ding nochmal schnell zu machen. Noch einmal der eine Haken, der nächste Haken, dann abgelegt. Da kommt der Schuss von Kimmich. 17, 18 Meter Torentfernung. Ja, hat er auch schon besser gemacht. Nicht optimal gezielt, ärgert sich auch ein bisschen. Ball geht doch relativ deutlich über das Leverkusener Tor. Philipp, du hast es eben gesagt, ein bisschen hektisch, auch ein bisschen nervöser Beginn von beiden Mannschaften. Also man merkt selbst den coolen Bayern, die so toll in der Rückrunde gespielt haben und so erfolgreich waren. Ein einziges Unentschieden, alle anderen Spiele gewonnen. Auch den merkt man, finde ich, an. Hey, das ist ja halt ein Finale. Ist eh komisch, weil keine Zuschauer da sind und die Nervosität ist da. Und der Schuss von Joshua Kimmich gerade eben, der war nicht nur weit übers Tor drüber, sondern auch voll auf dieses Leverkusener Logo hinten auf der Tatanbahn bei den Bayern, ja auch im Tor hinter Manuel Neuer eben. Das ist klassisch traditionell vom DFB-Pokalfinale eben das FC Bayern-Logo. Und der Ball ist in der Bayern-Hälfte, 2 Meter vor der Mittellinie mit David Alaba, der nicht angegriffen wird, also überhaupt nicht. Und dann irgendwann entscheidet sich doch Julian Baumgartlinger mal ein bisschen drauf zu gehen. Deswegen geht der Ball zurück zu Joshua Kimmich, wieder Alaba, spielt schnell auf Müller und dann die Mitte auf Goretzka. Hat ein bisschen Platz, 20 Meter zum Tor, 16er, spielt er auf Coman. Coman, Schuss gehalten, Radetzky versucht das mit der rechten Innenseite. Der Franzose Kingsley Coman versucht ihn rechts unten reinzuschlänzen, aber hat nicht den richtigen Winkel hingebracht. Aber das so das erste Hallo wach, die erste echte Torannäherung der Bayern. Aber Radetzky ist unten, das ist ein guter Keeper, aber den muss er natürlich auch haben. Und so bleibt es erstmal nach knapp 10 Minuten und mit ziemlich dunklen Wolken mittlerweile über dem Berliner Olympiastadion beim 0:0. Ja, war eigentlich ein sehr sonniger Tag hier, aber jetzt so gegen Abend ist es immer dunkler geworden, hat eben auch ein paar Mal nicht heftig, aber doch geregnet. Hier über dem Olympiastadion, Rasen ist also schon so ein bisschen seifig und Ball ist bei Lukas Radetzky ganz in Orange gekleidet, auch mit orangen Schuhen. Und jetzt der weite Ball nach vorne soll Kai Havertz finden, hat er nicht gefunden und die Bayern können erstmal dazwischen gehen, haben jetzt ihrerseits die Möglichkeit über Lewandowski. Der legt nochmal ab auf Gnabry, Gnabry ist im Strafraum und dann fällt er im Laufduell. Aber am Ende Wendell war da sein Gegenspieler Tobias Wels mit freier und guter Sicht auf diese Szene und lässt das Ganze weiterspielen. Auf der anderen Seite weiter Ball nach vorne und dann gibt es die klärende Aktion. Und letzten Endes von Leon Bailey den Ball auch ein bisschen noch berührt und deshalb keine Ecke, Tor ab. Ach, schwierig zu entscheiden. Wir sehen hier gerade nochmal die Szene mit Gnabry, der sich selber auch erst einmal mit dem Arm ordentlich Platz verschafft. Ich denke, richtige Entscheidung, da weiterlaufen absolut, zu lassen. Ja. Ja, und ich auch. Deshalb bleibt es also hier beim 0:0. Die Bayern haben den Ball, Leverkusen versucht jetzt mal ein Pressing, aber Manuel Neuer aus dem eigenen 5-Meter-Raum eröffnet jetzt erst einmal den nächsten Angriff über Alaba. Der könnte jetzt außen auf Alphonso Davies gehen, macht er auch. Der will vorbeigehen an seinem Gegenspieler, schafft er erstmal nicht. Aber Kingsley Coman kriegt den Ball nochmal zurück und wechselt wunderbar die Seite rüber auf die ganz andere, wo Müller ist. Ersten Haken, zweiten Haken, dann zieht er die Flanke in die Mitte, da rutscht dann Goretzka weg, kommt deshalb erstmal nicht an den Ball. Und jetzt versucht sie Leverkusener über Kai Havertz, weit hängend, versucht der jetzt den steilen Ball zu spielen. Aber wir haben es eben gesagt, es ist alles so ein bisschen hektisch, noch ein bisschen nervös. Da fehlt die letzte Präzision am Ende bei beiden Mannschaften. Die Bayern aber dann schon mit 2 Chancen, die eine durch Kingsley Coman, da hat Radetzky gut aufgepasst, das war aber auch ein dankbarer Ball für den Torwart. Und die andere, da fand ich, hat Goretzka wahrscheinlich die eine halbe Sekunde zu lang gewartet. Wenn er direkt geschossen hätte, dann hätte es da richtig gefährlich werden können. Ansonsten aber schon auch der ein oder andere Fehler im Bayern-Spiel. Leverkusen hat den Ball, wo ich sage, haben sie ihn schon verloren und haben ihn gleich wieder. Auch das zeigt diese Hektik und dieses Durcheinander, was da auf dem Platz im Augenblick ist. 0:0 der Spielstand, 12 Minuten rum.
Gibt Einwurf für die Bayern. Thomas Müller, der jetzt also auf der linken Seite ist, der Einwurf in der eigenen Hälfte. Ganz kurz ausgeführt auf Alphonso Davies, dribbelt da in Richtung Anstoßkreis und spielt ihn dann quer rüber auf Jerome Boateng, der mit dem hohen Ball, diesem Spieleröffner, so wie wir es von ihm kennen, um wirklich maßgenau, zentimetergenau auf den rechten Fuß von Thomas Müller. Lars Bender geht dazwischen, spielt den Ball in Seiten aus, gibt also Einwurf für die Bayern auf Höhe 16er Leverkusen. Schnell ausgeführt auf Robert Lewandowski, spielt den Ball dann zurück zu Thomas Müller. Immer weiter flach die Bayern, Kimmich, Davies und dann in die Mitte auf Alaba und dann an der Kante des Anstoßkreises wieder Boateng, versucht vorne Kingsley Coman an der 16er Kante mit einem hohen Ball anzuspielen. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit, da schickt Amiri Leon Bailey und der ist ja schnell, der Jamaikaner, zündet die Rakete, Bailey im 16er drin, legt sich den Ball auf links, Bailey wird nicht richtig angegriffen, flach in die Mitte, aber vorbei an allen. Vorbei an Kai Havertz und vorbei an Alaba und vorbei an Alphonso Davies und deswegen landet der Ball dann im Seitenaus. Gibt Einwurf für den FC Bayern München auf der anderen Seite, aber da war Kai Havertz, da spielte ihm den Flachpass fast durch die Beine durch. Da wäre er fast am 5-Meter-Raum. Das Supertalent der Leverkusener, 100 Millionen sind aufgerufen. Er wäre da fast rangekommen. Die Bayern haben ja schon gesagt, Karl-Heinz Rummenigge, der auch mit Mundschutz auf der Ehrentribüne sitzt, zwei Sitzreihen hinter dem DFB-Präsident Fritz Keller, hat ja schon gesagt, Kai Havertz wird nach dem Transfer von Leroy Sané bei den Bayern in diesem Sommer kein Thema mehr sein. Es gibt Freistoß für die Bayern in der eigenen Hälfte. Tobias Welz, der Schiedsrichter, der heute schon, obwohl er eigentlich erst in einer Woche Geburtstag hat, heute schon ja so ein bisschen ein Geschenk bekommt, eben mit diesem Pokalfinale, das noch 0:0 steht, dass er pfeifen darf nach einer knappen Viertelstunde. Torlos, Armin, aber es ist weiter hektisch. Ja, es ist hektisch und Tobias Welz, wo du ihn gerade ansprichst, hat jetzt mal so einen kleinen Dialog geführt mit Kai Havertz, der nach einem Foulspiel den Ball so nicht richtig weggeschlagen, aber schon so ein bisschen weggetickt hat. Und da ist er in aller Deutlichkeit vom Schiedsrichter ermahnt worden, das doch bitte zu unterlassen. Jetzt gibt es ein Handspiel von Havertz. Wir sind natürlich weit weg und Wels ist 20 Meter weg. Also insofern hat er das wohl von Havertz gesehen. Havertz selber ziemlich verdutzt. Die Bayern im Ballbesitz über Kimmich, der versucht ihn schnell zu machen. Und dann gibt es den Rempler von Tapsoba. Boah, der Innenverteidiger der Leverkusener. Ungeschickt aus meiner Sicht gegen Lewandowski, war in der Szene überhaupt nicht nötig. Aber das Ganze einen Meter weg von der Strafraumgrenze. Und das, Philipp, ja, aber gib mal, aber mal so eine richtige Chance. Da fallen mir aber sowas von vielen Namen ein, die da jetzt mal richtig gefährlich das Ding in Tor, in Richtung Tor von Lukas Radetzky bringen könnten, dem Leverkusener Torwart. Also, das wird jetzt gefährlich nach dieser aus meiner Sicht überflüssigen Aktion von Tapsoba gegen Lewandowski. Gibt es den Freistoß für die Bayern. Erst waren es 5 Bayern-Spieler, alle aufgezogen an der Schnur dagestanden. Jetzt gehen alle langsam weg, jetzt sitzt noch 3. Es ist Joshua Kimmich, der dabei steht, es ist Robert Lewandowski, aber David Alaba mit seinem Linksfuß, weil der Ball eben ganz leicht rechts versetzt steht, das würde meiner Meinung nach am meisten Sinn machen. Und David Alaba, der hat ja auch so schon ein paar Freistoßtore geschossen. Die Mauer der Leverkusener kurz vor dem 5-Meter-Raum nochmal mit Freistoßspray bestätigt. Wer macht's? Ball ist freigegeben. Alaba geht direkt zum Ball hin, dann 1 Meter weg, ganz kurz, Heber drüber, Tor drin! David Alaba über die Mauer, rein ins Glück, der Österreicher mit dem 1:0 für den FC Bayern München. Was für ein Traumfreistoß. Radetzky macht sich ganz lang, versucht noch irgendwie mit der linken Pranke den Ball zu berühren, schafft er aber nicht. Das war ein mega kurzer Anlauf von David Alaba. Das war nicht mehr als 1 Meter und dann hebt er ihn so sanft, so gefühlvoll über die Mauer drüber. Aber er hat eben auch den Effekt, den Schnitt, dass er wirklich so präzise da rechts einschlägt. Unhaltbar für Lukas Radetzky. Die Bayern führen in diesem DFB-Pokalfinale durch einen wunderschönen Freistoß von David Alaba mit 1:0. Ja, und die Leverkusen haben sich nochmal beschwert, dass es den Freistoß überhaupt gab. Ich fand, den kannst du schon geben. War halt ein bisschen ungeschickt, dieses leichte, zwar mit angelegtem Arm, Schubsen von hinten von Tapsoba. Und das hat der Routinier und der clevere Lewandowski halt dankbar angenommen und wusste natürlich ganz genau, hey, das ist mal eine Position für einen Freistoß. Und Alaba hat ihn wunderschön versenkt. Und so steht es jetzt nach 17 gespielten Minuten 0:1. Das ist ja so das korrekte Ergebnis, weil das Finale heißt ja Leverkusen gegen Bayern München. Also die Bayern führen, der Favorit liegt vorne. Und Philipp, wir müssen sagen, auch
irgendwo verdient, denn sie hatten jetzt schon zwei, drei ganz gute Möglichkeiten im Strafraum. Auch wenn es nicht höchst brenzlig wurde, geht die Führung aus meiner Sicht in Ordnung. Ja, Leon Goretzka zum Beispiel, genau, der auch schon mal im 16er drin war, noch seinen Schuss abgeblockt wurde. Auch Kingsley Coman schon relativ frei eben vor Lukas Radetzky gewesen. Deswegen tatsächlich, wie es Armin sagt, eine verdiente 1:0 Führung. Wieder der schnelle Pass durch die Leverkusener Abwehr durch, aber auch zu schnell für Alphonso Davies, der Kanadier. Der hat jede Menge km/h im Sprint, aber da kommt er nicht ran. Deswegen geht der Ball über die Torauslinie, gibt Abstoß für Leverkusen. Schnell ausgeführt, Lars Bender aber sofort wieder attackiert von Alphonso Davies. Ist ein Foul dabei, hilft ihm dann auch gleich hoch Lars Bender. Und der eben mit dem Freistoß ganz schnell zurückgespielt in den eigenen 16er zu Lukas Radetzky. Die Bayern stehen da und machen so ein bisschen die Räume zu mit Serge Gnabry, mit Robert Lewandowski. Deswegen der weite Ball vor auf Kai Havertz, aber der wird abgeblockt vom Torschützen kurz vor dem Bayern 16er. Und so ist es ein Bayern-Ballgewinn. Und Kai Havertz, Armin, ganz ehrlich, vorne drin, zentrale Stürmerposition, noch nicht so wirklich die Akzente bisher. Nee, gar nicht. Ist überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten. Lässt sich auch immer wieder mal weit zurückfallen, holt sich da ein paar Bälle. Ist auch jetzt wieder tief in der eigenen Hälfte und sieht schon wieder einen Angriff der Bayern. Die versuchen da über Lewandowski wieder reinzukommen in den Strafraum. Der kriegt den Ball ein zweites Mal. Tapsoba wieder mit so einer etwas unglücklichen Aktion. Und dann in dem Fall der rustikale Einsatz. Lewandowski gegen Sven Bender, das Ganze im Strafraum der Leverkusener und deshalb Stürmerfoul und deshalb also ein Freistoß für Leverkusen aus dem eigenen 16er heraus. 0:1 der Spielstand, die Bayern liegen vorne durch dieses Traumtor von David Alaba mit diesem Freistoßschlenzer fast genau in den Winkel und Leverkusen, da sind wir jetzt mal gespannt, kommt da eine Antwort über Lars Bender. Der versucht jetzt nach vorne auf Kai Havertz zu spielen, der wird schon wieder abgelaufen, aber kriegt den Ball dann doch ein bisschen glücklich nochmal wieder. Legt quer auf Amiri, schlechter Pass von Amiri. Da waren drei Bayern-Spieler im Passweg zu Moussa Diaby und er kriegt den Ball dann da nicht hin, das war auch schwierig, aber sie haben ihn sich zurückerobert über Arangis. Arangis nochmal quergelegt, dann der Versuch von Baumgartlinger draußen auf die linke Seite zu spielen. Das Mendel sehr weit aufgerückt, zieht den Ball scharf in die Mitte. Und da war zwar Kai Havertz gestartet, aber aufgepasst von Alaba, von Boateng, der da genau gesehen hat, wo er hin muss. Gutes Stellungsspiel des Weltmeisters von 2014 und hat geklärt und gibt nur einen Einwurf für die Leverkusener schon tief in der Hälfte des FC Bayern. Ball rüber, schön auf die andere Seite gespielt auf Lars Bender. Der schaltet sich jetzt außen erstmal richtig schön ein, nimmt dann Diaby mit, geht rein in den Strafraum. Dann kommt die Flanke von Diaby und die ist schlecht und bleibt hängen. Und dann müssen sie immer aufpassen, dass es dann nicht noch zu einem Konter kommt. In dem Fall war Lars Bender halt aufgerückt und die rechte Abwehrseite der Leverkusener komplett entblößt. Die Bayern haben es nicht gesehen. Spielen erstmal hinten rum und führen mit 1:0. Es ist interessant zu sehen, dass die Bayern eigentlich dadurch, dass die Leverkusener eben relativ hoch stehen, auch dann ihrerseits über die Konter kommen und mit der 1:0-Führung aus der 17. Minute durch David Alaba diesen wunderschönen Freistoß. Und ich habe gerade auch mal so ein bisschen auf die Tribüne geguckt. Da ist ja wirklich viel Prominenz, viele prominente Gesichter unter den Mund-Nase-Schutzmasken. Stefan Kießling zum Beispiel, ja auch ein großer Leverkusener Name, den wir gerade gesehen haben, der ein paar Reihen über dem Sportgeschäftsführer Rudi Völler sitzt. Und der sieht auch schon genauso wie wir, wie Jerome Boateng in die Leverkusener Hälfte reingeht mit großen Schritten, ihn dann vorspielt auf Serge Gnabry. Die Bayern jetzt mit Kontrolle und Ballbesitz wieder zurück in den Anstoßkreis. David Alaba vor an die 16er Kante. Kingsley Coman weiter auf Serge Gnabry im 16er. Kann schießen, schießt auch abgefälscht. Müller hat noch das Beinchen dazwischen. Das wird ganz gefährlich für Lukas Radetzky. Die nächste ganz große Chance, Riesenmöglichkeit für den FC Bayern München. Leverkusen versucht es mit einem Konter links rausgeschickt, Kai Havertz aber zu steil gespielt, deswegen hat ihn der Kapitän und Keeper den Ball am Fuß. Manuel Neuer spielt ihn vor auf Leon Goretzka. Also das war schon die dicke nächste Möglichkeit für die Bayern zum 2:0 hier. Also völlig verdiente 1:0-Führung für den Favoriten, für den FC Bayern, der schon wieder kommt. Leverkusen beeindruckt, aber kriegt jetzt vielleicht mal über Amiri den Ball. Der wird gefoult, aber Vorteil, weil Havertz hat den Ball. Dann nochmal Amiri, von dem bislang wenig kommt, der einfach auch ein bisschen eigensinnig ist. Jetzt auch wieder in zwei, drei Bayern-Abwehrspieler reingeht. In dem Fall gab es zwar auch einen Foul und er kriegt den Freistoß, aber
aber da waren Spieler besser positioniert, da kannst du das besser und schneller ausspielen. Und deshalb Amiri, der ja für uns auch so ein bisschen überraschend in der Startelf war, wir hatten alle so ein bisschen damit gerechnet, dass seine Position, die im offensiven Mittelfeld zentral eher von Havertz gespielt würde, und Kevin Volland, der Wiedergenesene nach Syndesmosiris, hat er ja zum Ende der Bundesliga-Saison immer mehr Einsatzzeit bekommen. Dass der vielleicht von Beginn an dabei wäre, sitzt aber erstmal auf der Bank. Im Augenblick Verletzungspech da jetzt auch bei einem Bayern-Spieler. Nach dem Foul an Amiri hat es da im Prinzip jetzt Kimmich auch so ein bisschen erwischt. Ja, der geht noch nicht so ganz rund, hat sich jetzt mal wieder aufgerichtet und mal kurz einmal Fuß aufgestampft. Hansi Flick, der Bayern-Coach, sieht das auch mit so ein bisschen Besorgnis, aber Kimmich signalisiert, alles okay, müsste weitergehen. Der Amiri ist ihm sozusagen auf die Hacke gefallen und hat dabei wahrscheinlich irgendwie den Knöchel so ein bisschen verdreht. Aber scheint kein allzu großes Problem zu sein. Ich guck mal auf den Kimmich, der läuft relativ rund und die Leverkusener kommen. Jetzt könnte Havertz vielleicht die Chance, ein bisschen zu weiter Ball, und Neuer ist da, kann ihn abfangen. Und deshalb bleibt es beim 1-0 für den FC Bayern. Immer so ein bisschen im Konjunktiv. Der Ball einen Tick zu weit, da hätte Havertz rankommen können. Da auch wieder gerade eben ein bisschen zu weit vorgespielt. Der Rasen ist natürlich auch nass, also wenn der Ball aufkommt, glitscht er sofort weg. Aber er ist jetzt am Fuß von Robert Lewandowski, und zwar fein am Fuß. Da wird Kingsley Coman geschickt, Lars Bender dazwischen mit dem Kopfball. Ballbesitz für Leverkusen. Weiter Schlag von Arangis, nein. Er entscheidet sich für die kurze Variante, Querpass auf Julian Baumgartlinger und dann zurück in die Viererabwehrkette mit eben Lars Bender, und dann geht's rüber auf Tapsuba und dann links raus auf Wendell. Und Kai Havertz jetzt mal sich ein bisschen weiter zurückfallen lässt in der eigenen Hälfte, versucht da eine Anspielstation zu schaffen, Ball ist aber weg, Müller, Kopfballstaffette, Goretzka, und dann wird Kingsley Coman geschickt, und es ist Gnabry im Tor, im 16er Schuss, Tor! 2-0 für die Bayern, Serge Gnabry, er rührt an. Die Torzutaten passen, jawohl. Flach links unten rein. Brazzo, Salihamidzic, der Sportvorstand. Mittlerweile ist er ja Sportvorstand. Sieht das 2-0 seiner Mannschaft. Und das war wieder klasse. Erstmal im Mittelfeld. Kimmich, der den Ball erobert und dann ihn sofort schnell weiterspielt. Serge Gnabry, rechter Teil des 16ers drin. Und dann haut er das Ding flach links unten rein. Radetzky aber sowas von komplett ohne Chance. Der Ball, den trifft er einfach genau richtig. Richtiges Tempo, richtiges Feeling auch. Links unten ins Eck und ans Netz hin. 2-0 für die Bayern. Serge Gnabry macht's. Tja, Armin, was sagst du? Ich sag einfach mal aus Sicht aller objektiven Fußballfans, das ist genau das, was eigentlich nicht passieren durfte. Dass die Bayern jetzt nach nicht mal 25 Minuten schon 2-0 vorne sind. Das macht's zu einer... Ja, das ist ja, Herkulesaufgabe ist ja schon untertrieben. Also ist ja der Wahnsinn, was Leverkusen jetzt hier leisten müsste, um zurückzukommen in dieses Finale gegen diese Monster Bayern. 2-0 liegen die vorne und nehmen frühzeitig schon sehr viel, nicht alle, aber sehr viel Spannung raus aus diesem Finale. Und wir müssen natürlich anerkennend alle unsere Hüte ziehen. Sie haben es komplett verdient, hatten hier ein eindeutigstes Chancenplus, weil Leverkusen eigentlich überhaupt keine echte Torchance hatte. Und die Bayern schon mehrere richtig gute, und sie haben zwei tolle Tore erzielt. Ein Traumfreistoßtor von Alaba schon nach 16 Minuten und keine 10 Minuten später dieser ja fast schon Konter. Kimmich mit der Balleroberung, Traumpass auf Gnabry, und der Winkel ist gar nicht mal optimal und der netzt das Ding im langen Eck ein, und Joachim Löw wird da unten sitzen auf der VIP-Tribüne und wird sagen, hey, so können die das gerne auch bei der Nationalmannschaft machen. Eigentlich wäre ja jetzt Europameisterschaftszeit. Das wird jetzt dann in einem Jahr der Fall sein. Und da wird er beide gebrauchen können. Den Kimmich im Mittelfeld und den Gnabry vorne im Sturm. Die Bayern deutlich vorne, 2-0. Und es gibt schon wieder einen Freistoß für den FC Bayern, und Leon Goretzka wird er natürlich auch gut brauchen können im Mittelfeld. Das sind ja einige. Lewandowski hätte auch gerne. Ja, genau, haben wir uns heute schon drüber unterhalten. Wird interessant dann auch für Toni Kroos werden. Also ja, fast schon wieder ein Luxusproblem, weil es wirklich so gut läuft, auch eben für die Bayern-Spieler in der Nationalmannschaft. Ist ja dann im September, geht es wieder los. Dazwischen drin noch das Und wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, und wenn du dann siehst, wie Müller und Boateng im Augenblick spielen und dass er denen ja Tschüss gesagt hat,
Ja, möchte man auch nicht immer in seiner Haut stecken. So, bitte. Joshua Kimmich sagt Hallo zum Freistoß. Den gibt es nämlich und zwar am Anstoßkreis und nochmal ein bisschen Gesprächsbedarf im 16er drin, weil das war ein Foul, ein klares Foul von Kai Havertz, der da richtig nachgrätscht und dann auch kräftig ermahnt wird vom Schiedsrichter, von Tobias Welz. Aber Joshua Kimmich, der steht schon wieder und Kai Havertz kriegt noch ein paar Worte vom Schiedsrichter mit. Also sagt normalerweise von hinten eben rein, keine Chance auf den Ball. Aber irgendwie drücke ich dann doch beide Augen zu und die gelbe Karte bleibt erstmal in der Tasche stecken. Freistoß der Bayern, schnell ausgeführt, schon wieder am 16er. Lewandowski dreht sich, Schuss abgeblockt. Radetzky hat ihn. Dadurch wird das Tempo aus dem Ball rausgenommen. Radetzky will schnell machen, wirft den Ball vor auf Leon Bailey. Kommt die Verlagerung rüber auf die rechte Seite. Nee, Amiri kommt nicht ran. Alphonso Davies ist zu schnell und dann ein kleines Tänzchen. Schickt er ihn zum Stempeln und spielt den Ball zurück zu Manuel Neuer, der mit dem hohen Ball an die Mittellinie. Trotzdem erstmal wieder Balleroberung für Bayer Leverkusen. Aber dann ist eine Grätsche von Wendell hinterher und jetzt wird Schiedsrichter Tobias Welz zu bunt und deswegen gibt es Gelb. Also die Grätsche, da war auch kein Ball mehr dabei. Das ist richtig gesehen. Weil da tritt er unten voll auf den Knöchel von Leon Goretzka. Ein Hauch von Ball mit dabei, aber das spielt Armin in dem Fall überhaupt keine Rolle. Das ist ein richtig böses Foul von Wendell und wirklich völlig zu Recht die gelbe Karte. Auch wenn er den Ball in den Händen hat und sagt, aber ich habe ihn doch getroffen. Aber das macht da nichts. Nee, das ist gelb. Das ist eindeutig gelb und Leon Goretzka liegt auch immer noch verletzt am Boden. Die Betreuer sind jetzt auf den Platz gelaufen und behandeln den Nationalspieler. Und korrekterweise gelb für Wendell. Und eben hast du ja dieses Laufduell geschildert zwischen Amiri und Alphonso Davies. Nun muss man fairerweise sagen, der Alphonso Davies ist, ich weiß nicht genau, wie die das stoppen, aber er ist der schnellste Bundesligaspieler dieser Saison gewesen. Also einer, der richtig gut zu Fuß unterwegs ist. Aber der war in der deutlich schlechteren Position zu diesem Pass und zu diesem Ball. Und Amiri hätte den locker eigentlich erlaufen müssen und hat nicht den Hauch einer Chance in diesem Laufduell. Wird sowas von überholt und abgekocht von Alphonso Davies. Ein ganz klares, ja, irgendwie so ein Ausdruck dieser ganzen Begegnung. Die Bayern in allen Belangen überlegen und führen eben deshalb nach einer knappen halben Stunde schon mit 2:0. Goretzka steht jetzt immerhin mal wieder, aber da muss man mal abwarten, weil er immer noch so ein bisschen sich da am Knöchel selber massiert, jetzt die Stutzen hochzieht. Ich glaube, es geht weiter bei ihm. Aber insgesamt muss man natürlich in aller Deutlichkeit sagen, dass Bayern deutlich überlegen ist, dass der Werkself aus Leverkusen im Augenblick überhaupt nichts einfällt. Sie sind in puncto Geschwindigkeit, in puncto Sicherheit und in puncto Torgefahr komplett unterlegen. Bayern 2-0 vorne. Beifall gibt es jetzt, weil Goretzka kann weitermachen. Nur der nächste Angriff läuft schon wieder. Wieder Serge Gnabry geht rein in den Strafraum. Da gab es den kleinen Hakler. Aber der Schiedsrichter sagt, das war mir zu wenig für einen Elfmeter. Und deshalb gibt es Eckball für die Bayern. Genau, es reicht für einen Eckball. Und ja, den wird ausführen, normalerweise immer ein Fall für Joshua Kimmich, genau. Thomas Müller war eigentlich dran gestanden, aber hat ihn mehr oder weniger Joshua Kimmich da zurechtgelegt. Und der guckt erstmal rein in den 16er. Müller läuft auch mittlerweile rein, ziemlich genau zum Elfmeterpunkt. Und dann ist natürlich auch Lewandowski dabei und auch Pavard, der ist groß. Trotzdem köpfen die Leverkusener Innenverteidiger da geballt mit Sven Bender den Ball erstmal raus. Vielleicht Chance zur Konter, zum Konter über links. Kai Havertz war hinten mit dabei, nimmt Tempo auf, spielt ihn weiter vor auf Leon Bailey in der Mitte. Diaby kriegt den Ball nicht, doch kriegt ihn, weil Alphonso Davies über den Ball schlägt. Diaby fast durch gewesen, aber dann geht Alphonso Davies nach. Wie stark ist das wieder vom Kanadier? Eigentlich ausgespielt aus der Balance, aber dann doch noch irgendwie das Bein dazwischen gebracht. Und noch der steile Pass vor, fast auf Serge Gnabry, aber ein Tick zu steil. Also die Bayern, Armin, drehen im Moment schon wieder richtig auf. Leverkusen versucht ein bisschen Ruhe reinzubringen, ist schwer. Kai Havertz, der zumindest sich mal auf rechts durchsetzt, dann Diaby, weiter der Pass auf Diaby, der spielt in die Mitte, Bailey, Schuss, Chance drüber, Fahne oben, abseits. Oh. Erste Chance für Leverkusen und hätte nicht gezählt. Roch auch so ein bisschen nach abseits, der Pass auf Moussa Diaby, es war nicht das Anspiel auf Leon Bailey in der Mitte, der dann schwer zu nehmen die scharfe hereingab, aus vollem Lauf das Ding knapp über den Kasten von Manuel Neuer, auch mit dem schwachen rechten Fuß zieht, musste sich da auch noch so ein bisschen zum Ball drehen aus vollem Lauf. Wenigstens mal ein Lebenszeichen
der Leverkusener, auch wenn es nicht gezählt hätte. Ich denke, das wäre dann im Kölner Keller, in dem heute übrigens Felix Zweier sitzt, nochmal überprüft worden, ob es wirklich abseits war. Aber von hier oben hatte ich auch so das Gefühl, dass Diaby beim Anspiel, als er dann eben rechts durchdüste und den Pass in die Mitte spielte, als er angespielt wurde, dass er da im Abseits war. Also deshalb Freistoß für die Bayern. Der wird jetzt ausgeführt vom bärenstarken und superschnellen Alphonso Davies. Und über die jetzt mal rechte Seite kommen die Bayern schon wieder. Ball kommt scharf rein in die Mitte. Da lauert Lewandowski. Sven Bender erstmal zur Stelle, kann klären. Dann Amiri, verliert sofort wieder den Ball. Dann Kingsley Coman auf Lewandowski gespielt, der mit der Hacke weitergeleitet. Ey, so schnell kannst du mit den Worten gar nicht hinterherkommen, wie die Bayern da vorne das Ding zirkulieren lassen. Diesmal gestoppt von den Leverkusenern, aber das kann man sich erlauben. Als Meister und möglicher Pokalsieger, die Bayern führen gute halbe Stunde rum, 2-0. Und auch wenn die Akustik, klar, sie fühlt sich hier an wie Kreisklasse, aber ja, es ist, wenn du unten aufs Spiel guckst, und das ist ja wirklich auch das, was uns schon in der Fußball-Bundesliga auch aufgefallen ist, also wenn so ein Spiel wie das jetzt im Moment läuft, sowohl von den Bayern, schon auch von Leverkusen, aber da packt es dich wirklich, weil es einfach richtig guter Fußball ist. Jerome Boateng, der den Ball von Kai Havertz abfängt, der vorne drin wirklich Probleme hat heute, da gut zugestellt wird von den Bayern-Verteidigern. Kimmich im Anstoßkreis, so ein bisschen verfolgt von Amiri, aber auch nicht konsequent, eher so leicht homöopathisch, und deswegen die Bayern erstmal jetzt, die den Ball zirkulieren lassen. Hinten ist es wieder Jerome Boateng, auch da geht keiner wirklich drauf. Arangis 3 Meter entfernt, versucht mit einer Täuschung ihn so ein bisschen zu irritieren, reicht natürlich nicht. Ball wandert zurück zu Manuel Neuer, der ja mittlerweile fast schon Jubiläum feiert, nächstes Jahr, 10. Jahr FC Bayern München, und der Keeper und Kapitän immer noch absolute Weltklasse, die Bayern mit David Alaba über links, Alphonso Davies ist auch dabei, könnte starten, spielt aber in die Mitte, sucht Kingsley Coman David Alaba, aber da hat ihn ein bisschen auch aus dem Rhythmus gebracht, war ein bisschen zu weit in die Mitte rein, deswegen ja, rutscht er auch leicht weg, Kingsley Coman, Ball ist im 16er beim Torwart der Leverkusener, bei Lukas Radetzky, der ihn rüberschmeißt zu Lars Bender. Der versucht, ihn vor- und weiter zu spielen auf Moussa Diaby. Ball ins Seiten aus, weil Alphonso Davies dazwischen kriegt. Gibt Einwurf für die Leverkusener, Armin. Und wie könnten sie irgendwie sich da jetzt so ein bisschen vor der Pause noch rausziehen? Was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, die Bayern sind einfach zu überlegen, als dass mir jetzt was einfallen würde, was Leverkusen verändern müsste im eigenen Spiel oder was besser klappen müsste, um die Bayern mal wirklich zu gefährden. Eben als Havertz das im Mittelfeld eigentlich gar nicht schlecht macht. Der sieht, dass Amiri durchstartet und will halt den Pass spielen und spielt den Pass auch. Und er spielt ihn auch gar nicht so schlecht. Aber Boateng hat das Ding geahnt mit all seiner Erfahrung. Macht so einen ganz kleinen Sidestep, so einen kleinen Schritt zur Seite und steht genau im Passweg und kann das Ding, als wenn es nichts wäre, einfach abfangen. Sonst wäre das höchst brenzlig geworden für die Bayern. Ja, wenn du dann in solche Situationen kommst und die einfach verpuffen, als wenn du die Luft aus einem Luftballon rauslässt. Ich weiß nicht, was die noch machen sollen, die Leverkusen. Aber die Bayern kommen schon wieder über die rechte Seite, wo Gnabry immer wieder durchsticht und wo sie gar nicht hinterherkommen, wo Wendell total überfordert ist. Und der Ball jetzt bei Lukas Radetzky, dem Torwart, der an beiden Toren gar nichts machen konnte. Der Freistoß herrlich geschossen, das Tor von Gnabry auch wunderbar. Und die Bayern jetzt schon wieder mit Goretzka, herrlich mit der Hacke, ist wieder richtig fit, nachdem er ja eben eine Zeit lang behandelt werden musste. Legt dann quer, dann versucht es Lewandowski richtig schnell zu machen. Und Alaba hat hinten aufgepasst, als die Leverkusener dazwischen gegangen sind. Und legt dann in der eigenen Hälfte quer auf Boateng und der zurück zu Manu, dem Libero, das kann ich im Augenblick auch wieder so sagen, weil er 10 Meter vor dem eigenen Strafraum schon wieder der erste Aufbauspieler der Bayern ist. Die jetzt natürlich so ein bisschen mehr Ruhe in die eigenen Aktionen bringen, die 2-0 vorne sind, die Chancen hatten, auch ein drittes oder viertes Tor zu erzielen. Und ja, David Alaba, der jetzt immer wieder rausgeht auf die linke Seite. Ist ja eigentlich seine Ursprungsposition. Und er will jetzt immer wieder Angriffe über diese linke Seite einleiten. Macht das auch, in dem Fall aber Stürmerfoul von Kingsley Coman. Die Bayern führen 2-0, 35 Minuten rum. Neuer mit seinem Ausflug ins Grüne. Ja, wirklich, wie er da raus aus dem 16er geht. Und ja, der hat ja sonst nichts zu tun. Ja, ja. Er hat überhaupt nichts zu tun. Da hat er sich gesagt, komm, ey, jetzt gehe ich mal raus, ich will auch mal einen Ball. Und weil du David Alaba ansprichst, ich meine, der ist 1,80. Das ist jetzt nicht die typische Innenverteidigergröße. Nein. Aber dass das eben auch so funktioniert, unser Hansi Flick, das ist ja wirklich ein Phänomen. Faszinierend, wie das läuft für die Bayern.
Wir nehmen es ja mittlerweile fast schon wieder so als selbstverständlich hin, wie eben diese ganze Wucht, diese spielerische Klasse und auch diese Superstars, die aber gemeinsam so viel wollen und trotzdem diese Leichtigkeit haben. Aber das ist ganz, ganz viel eben auch, was Hansi Flick in diese Mannschaft reingebracht hat. 16 Pflichtspielsiege am Stück vor diesem Pokalfinale und fast schon wieder ein gefährlicher Pass vor von Jerome Boateng auf Thomas Müller. Er ja eben auch unter Hansi Flick extremst aufgeblüht. 21 Torvorlagen in der Bundesliga, neuer Rekord. Und bei diesem 2:0 von Serge Gnabry war er ja auch beteiligt, hat den Ball auf Kimmich gespielt und der dann eben direkt weiter auf Serge Gnabry, ist jetzt fast schon wieder kurz nach der Mittellinie am Ball. Aber Leverkusen hat ihn mit Wendell, spielt ihn weiter auf Leon Bailey, Ball zu weit vorgelegt, das ist zu unsauber. Und deswegen die Bayern ganz bequem, ganz gemütlich geht's zurück mit Benjamin Pavard. 5-6 Meter steht er vor dem eigenen 16er und es scheint jetzt fast so, 38. Minute ist es mittlerweile, dass die Bayern mit dieser entspannten und doch ja komfortablen 2:0 Führung gerne auch so in die Pause gehen möchten. Oder drehen sie nochmal ein bisschen auf. David Alaba, das ist wieder diese Eröffnung rüber auf links, wird nicht richtig angegriffen. Es geht ins Zentrum rein, da ist dann Serge Gnabry auf einmal hinten mit dabei. Das ist dann schon auch alles sehr variabel. Jetzt mal ein Fehlpass, trotzdem hat ihn Gnabry, spielt ihn vor auf Lewandowski. Da immerhin steht die Leverkusener Abwehr sicher, entschärft diese Situation. Radetzky hat den Ball, schlägt ihn hoch vor, Diaby kommt aber nie und nimmer ran, sondern es ist Alphonso Davies und dann ist es Kingsley Coman und dann ist es wieder Alphonso Davies, der vor auf Lewandowski, das ist kein Abseits, Lewandowski im 16er, auf Radetzky zu, Lewandowski legt ihn sich auf rechts, will ihn sich auf den rechten Fuß legen, weil mit links mag er es nicht so gerne und Bender, Armin, puh, geht da gerade noch dazwischen. Also wenn Lewandowski einfach mal sagt, hey, dann schieße ich halt auch mal mit links, auch wenn der Winkel sehr spitz ist, dann kann es ja auch 3-0 stehen. So ist es. In dem Fall gibt er ihm nochmal die Möglichkeit, dem Sven Bender dazwischen zu gehen. Der macht das dann auch, blockt das Ding so weit ab, dass Radetzky, der Torwart, eingreifen kann. Und deshalb bleibt es beim 2-0 für die Bayern. Und Leon Bailey wird da hinten jetzt gefoult. Was ich übrigens, wo du eben gesagt hast, wie Hansi Flick das alles gemacht hat, was ich auch ganz erstaunlich finde, Hansi Flick hat ja nicht nur viele neue Ideen reingebracht. Diese Viererkette, wie wir sie jetzt haben, die hat im letzten Spiel von Niko Kovac auch gespielt. Und wir erinnern uns, da gab es ein 1:5 bei der Frankfurter Eintracht. Das war dann der Grund, warum Kovac gehen musste. Und diese Viererkette mit Pavard, mit der Innenverteidigung, Boateng und Alaba und außen eben dem jungen Davies, da hat dann Hansi Flick gesagt, das ist eine gute Idee. Wir gucken auf den Freistoß, den Manuel Neuer jetzt mit beiden Fäusten wegboxt. Und deshalb muss Leverkusen hintenrum spielen zum eigenen Torwart. Und deshalb ist auch diese Möglichkeit einer Standardsituation, um da vielleicht mal Torgefahr zu entwickeln, verpufft. Keine echte Tormöglichkeit in 39 Minuten für Bayer Leverkusen. 5-6 gute Chancen für die Bayern und 2 Tore. Und was hat er da jetzt gehabt? Irgendwie hat er was am Auge, der Alaba, und fasst sich da jetzt auch nochmal hin, kriegt den Ball jetzt nochmal. Also David Alaba, Traumfreistoß, Gnabry, toller Konter, wunderbar abgeschlossen. Die Bayern führen hochverdient 2:0 und sie sind immer noch gierig. Du hast das eben auch bei Lewandowski wieder gesehen, wie der da auf seinen Gegenspieler zurennt, wie er den Ball haben will. Das alles merkst du natürlich auch als Leverkusen, dass die Bayern jetzt nicht irgendwie schläfrig werden, sondern dass sie ein bisschen kontrollierter sind als in der Anfangsphase. Aber dass sie weiter wollen. Führen 2:0 und das völlig verdient. Und die Bayern über links. Holt er den Ball noch kurz vor der Seitenauslinie. David Alaba versucht ihn gleich weiter zu spielen auf Alphonso Davies. Und Joshua Kimmich, der sich da gerade auch mal hinten in der Vierer Abwehrkette mit einordnet. Also die haben schon auch, muss man auch übrigens sagen, Armin, also da ging schon ganz schön rustikal von Leverkusener Seite zu. Also Kimmich, der schon eins mitbekommen hat. Leon Goretzka, der von Wendell auch da ganz schön übel umgegrätscht wurde. Und gerade hat sich eben David Alaba, es wird jetzt auch aufgelöst, hat sich vom eigenen Keeper, ja, von Manuel Neuer, so ein Nasenstüber, abgeholt, ist da auf die Schulter irgendwie von ihm geprallt. Deswegen war das da willst du nicht. Kurz auf die Eisenschulter von Manuel Neuer mit der kleinen Nase. Genau. Oh Gott, das tut weh. Und Alaba musste sich echt das Näschen mal wieder so ein bisschen richten. Aber er ist wieder voll dabei. Wunderbarer Pass jetzt nach vorne auf Coman. Ja, der muss früher an den Ball ran. Wartet zu lange, Ball ist im Aus, Tor ab vom Kasten der Leverkusen. Ich hatte dich unterbrochen.
macht überhaupt nichts. Und Radetzky spielt ihn vor auf Lars Bender, sofort gedoppelt von Davis und Coman. Löst das aber ganz gut in die Mitte auf Arangis und dann auf Tapsoba. Der spielt weiter, raus auf Wendell. Hat er jemand, den er in der Mitte sieht? Jawohl, Nadim Amiri, rechts raus bitte, da ist Moussa Diaby. Aber der passt wieder so ein bisschen in den Rücken vom Franzosen. Und deswegen ist das Tempo raus und deswegen müssen die Leverkusener neu aufbauen. Und die Bayern schon längst sortiert, aber dann der Pass von Arangis auf Amiri in die Mitte, vor Neuer, Amiri in die Mitte, Havertz lauert, Fahne oben, abseits. War es das Abseits schon von Amiri oder dann von Kai Havertz in der Mitte bei dem Querpass von Amiri eben auf Kai Havertz? Arangis, nee, es war tatsächlich schon Amiri, der im Abseits stand, als Arangis ihn in den Bayern 16er reingeschickt hat. Deswegen also erneut, das sind auch so kleine Pechsituationen mittlerweile. Vorhin ja auch schon von Leon Bailey, der auch dann knapp im Abseits stand, beziehungsweise da war es auch dieser Pass, quasi dieser Steilpass auch in die Mitte rein. Genau. Und das ist halt natürlich auch das riskante Spiel von Peter Busch. Immer hart dran an der Abseitskante und deswegen weiter. Also 2-0 die Führung der Bayern. Aber am Ende Lob an das Schiedsrichtergespann. Die haben ja eben noch den Videoassistenten. Die lassen erstmal laufen. Falls dann ein Tor fällt, wird das Ganze in Köln überprüft. Beide Male wäre dann übrigens eben der Treffer, so er gefallen wäre, nicht gegeben worden. Aber beide Male haben die Leverkusener es eben am Ende auch nicht hundertprozentig zu Ende gespielt, um eben das Tor zu erzielen. Und deshalb steht es hier halt 2-0 für die Bayern. Diaby für Leverkusen auf der rechten Seite, 10 Meter weg vom Strafraum, zieht jetzt mal in die Mitte. Da ist Arangis, aber dem will er den Ball nicht geben, sondern läuft einfach weiter, der junge Franzose. Jetzt hat Arangis, der Chilene, das Ding bekommen, guckt nochmal, muss sich aber erstmal wieder Richtung Anstoßkreis orientieren und spielt dann raus auf Leon Bailey. Auf der rechten Seite, der Linksfuß, zieht in die Mitte, merkt aber, dass er da nicht durchkommt. Spielt erstmal auf seinen Kapitän, das ist Lars Bender, der nochmal in die Mitte. Ich gucke auf die Uhr, 43. Minute läuft, 2-0 für die Bayern und Leverkusen mal für einen Moment mit allen Spielern, also zumindest allen Feldspielern, in der gegnerischen Hälfte. Jetzt sind sie aber auch schon wieder raus, müssen zurückspielen zum eigenen Torwart, zu Lukas Radetzky und deshalb die Bayern schon wieder rausgerückt. Es steht 2-0 für die Bayern und selbst wenn Leverkusen mal so richtig lang den Ball hat, haben sie kein Rezept, diese dann in der Defensive auch gut strukturierte Bayern-Mannschaft in irgendeiner Form ernsthaft zu gefährden. Und deshalb steht es halt verdientermaßen 2-0. Nächster Versuch. Jetzt müsste Havertz mal steil geschickt werden. Der wird steil geschickt. Ist aber für meinen Geschmack im Abseits. Und das sieht auch der Assistent unten so. Wedelt ganz schnell mit seinem Fähnchen. Freistoß vor dem eigenen Strafraum für den FC Bayern. Hansi Flicks Poloshirt. Schwarzes Poloshirt. Geht fast als Leverkusen-Trikot durch. Steht da. Schwarze Hose, schwarze Anzughose hat er auch an. Und wird hier, Stand jetzt, seinen ersten Pokalsieg als Bayern-Trainer feiern. Aber vielleicht gibt es ja doch, wie wir es von vielen Pokalfinals schon kennen und erlebt haben, nochmal ein Drehbuch mit unterschiedlichen Kapiteln, mit Wendungen. Aber im Moment, so kurz vor der Pause, jetzt sind wir in der 45. Minute drin, sieht wirklich nichts danach aus. Die Bayern haben alles im Griff. Manuel Neuer spielt den Ball rechts rüber auf Jerome Boateng. Und dann gibt es einfach mal von hinten den ganz ruhigen, entspannten, gemächlichen Aufbau. Da ist auf einmal Leon Goretzka mit in der Abwehrkette mit drin, spielt ihn wieder vor auf Jerome Boateng. Und die Leverkusener, die haben natürlich auch viel Kraft schon gelassen, weil sie immer wieder so früh attackieren, immer wieder früh draufgehen und auch viel hinterherlaufen müssen, weil die Bayern, und das macht es dann auch so anstrengend, wenn man auch aus der Ferne dann immer denkt, wie kann das sein, dass man da nicht dazwischen gehen kann. Aber wenn die Bayern eben mit ihrem One-Touch-Football eine Berührung sofort weiterspielen, den Ball so gut laufen lassen, kostet das Kraft, da irgendwie hinterher zu kommen. Ist nichts passiert, der Ball immer noch am Fuß von Leon Goretzka, spielt ihn zurück zu Manuel Neuer und sofort eben direkt weiter auf David Alaba und dann ist der Raum da, vielleicht nochmal für die letzte Aktion, wobei Armin, wird schon ein bisschen Nachspielzeit geben, wir hatten ja auch ein paar Verletzungsunterbrechungen. Und es ist Alfonso Davis. Nee, es ist eine Minute Nachspielzeit, die da gerade hochgeht. Also 60 Sekunden, da sind wir jetzt drin. Kingsley Coman kurz vor dem Bayern, beziehungsweise vor dem Leverkusen. 16er Übersteiger, Wackler dabei. Aber die Leverkusener befreien sich vielleicht jetzt mit der Konterchance. Über die linke Seite. Da kommt jetzt Bailey mal in Ballbesitz. Aber die Bayern sofort wieder in der Position. Haben sich da sofort wieder sortiert, in Richtung Ball orientiert. Bailey kommt gar nicht durch, gibt nur einen Einwurf für Leverkusen. Jetzt müssen sie ganz hinten rum über Sven Bender, ihren Innenverteidiger, dann neu aufbauen, auf die rechte Seite gespielt. Auf Moussa Diaby, der es immer wieder versucht, aber der merkt, es gibt Leute, die sind mindestens genauso schnell wie ich.
Beispielsweise Alfonso Davis, dem sieht er sich heute natürlich häufiger im direkten Duell gegenüber, die beiden Youngster. Und der deutlich häufigere Sieger heißt eben Alfonso Davis. Diesmal hat er so ein klein bisschen gehackelt und deshalb gibt es jetzt in den letzten Sekunden dieser ersten Halbzeit, wir sind ja schon in der Nachspielzeit, noch mal einen Freistoß für Leverkusen. Die Chance, halbrechte Position, vielleicht auf den Anschlusstreffer. Jetzt Amiri mit dem Ball rein in den Strafraum. Kopfball, Abwehrball ist noch im 16er. Dann kommt der Flachstoß und dann ist Neuer da. Das war die letzte Szene in dieser ersten Halbzeit. Lars Bender, der Kapitän, hatte noch mal halb links im Strafraum mit dem rechten Fuß Richtung kurze Ecke abgezogen. Der erste wirklich nennenswerte Torschuss der Leverkusener in dieser ersten Halbzeit. Denn die zwei Aktionen, die wir als gefährlich eingestuft haben, die wurden ja wegen Abseits zurückgepfiffen. Also insofern erste gute Chance für Leverkusen, aber am Ende kein Problem für Manuel Neuer, der jetzt noch mal mit Kimmich spricht. Und Peter Bosch, der Leverkusener Trainer, mit seinem Trainerstab. Die überlegen gerade. Heutzutage macht man das am Tablet. Und sie überlegen, was können wir machen in der zweiten Halbzeit, um dieses Spiel ein bisschen offener zu gestalten. Pause im leeren Olympiastadion in Berlin. Im DFB-Pokalfinale führen die Bayern völlig verdient zur Pause gegen Leverkusen mit 2:0. Ist Pause im Berliner Olympiastadion, im leider leeren Stadion, das zwar nett geschmückt ist, aber die Fans, die Zuschauer, die fehlen natürlich. Und gerade bei einem Pokalfinale, wo so etwa 25.000 Fans jeder Mannschaft da sind, ist das natürlich eine ganz spezielle Atmosphäre, die heute ganz anders ist. Aber Geisterspiele sind halt nun mal das Einzige, was im Augenblick geht. So sehen wir ein Pokalfinale, das Philipp Eger an meiner Seite, ja, einen erwarteten Zwischenstand hat. Der Favorit aus München führt mit 2:0 und ich finde, er führt auch hochverdient. Die Tore aus der 17. Minute verdient, schließe ich mich absolut an. Dieser Freistoß von David Alaba, und es ist ja eben in der Halbzeitpause, wenn wir uns hier an unserem Reporterplatz nochmal die Szenen auch angucken können. Wir haben übrigens den Mindestabstand, wir beiden, Armin und ich, 1,50. Ja. Mindestens, eher 2 Meter. Und auch die Plexiglasscheiben um uns rum. Und wir haben uns das angeguckt, das war ein Foul, das diesem Freistoß vorweggegangen ist, eben von Tapsoba an Robert Lewandowski, der ihn wegschubst. Und das war völlig in Ordnung, auch wenn sich die Leverkusener Spieler da so beschwert hatten. Und dann der Alaba-Freistoß, wunderschön über die Mauer drüber, rechts rein. Und dann ein paar Minuten später Serge Gnabry, der so traumhaft geschickt wurde, von Joshua Kimmich in den rechten Teil des 16ers rein und der guckt einmal kurz hoch und dann fackelt er nicht lange, haut das Ding genau mit dem richtigen Tempo. Es muss ja auch erstmal immer dosieren, Tempo und wo schieße ich hin, flach links unten rein, die 2-0-Führung, also wirklich echt eine schicke Sache, zumindest aus Bayerns Sicht. Aber wir sind sehr gespannt, Armin, was jetzt mit Leverkusen passiert, und da wirst du einen Namen jetzt nennen. Ja, zwei sogar. Zum einen Kevin Volland, der wird kommen, das haben wir auch erwartet. Und dann zum anderen wird wohl Demir beikommen. Das ist zumindest das, was ich so diesen Aufwärmübungen, die die Ersatzspieler da unten machen, entnehme. Weil die beiden stehen jetzt bereit, um reinzukommen. Ich denke auf jeden Fall, dass Amiri gehen wird. Und dann müssen wir mal schauen, ob vielleicht Leon Bailey noch rausgeht oder ob Peter Bosch, vielleicht sogar der Leverkusener Trainer, auf noch mehr Offensive setzt und einen seiner beiden Sechser, das würde dann Baumgartlinger sein, rausnimmt, weil er den Arangis eigentlich immer durchspielen lässt. Der Chilene ist für ihn als zentrale Figur im defensiven Mittelfeld einfach zu wichtig. Das werden wir gleich erleben, weil bislang, wir sehen jetzt hier gerade auf einem Monitor, dass auf einer Rolltreppe die Bayern auf ihrer Seite jetzt schon mal wieder runterfahren aus der Kabine und dann gleich wieder auf den Platz kommen werden. Von den Leverkusen, dann sehen wir noch gar nichts. Aber diese beiden Wechsel bahnen sich an. Dennoch wage ich zu bezweifeln, lasse mich aber gern eines Besseren belehren, ob das was bringt, ob die Leverkusener mit diesen beiden Wechseln dann gegen bislang unglaublich stabile Bayern, die in der Defensive, also wir haben ja eben diese tollen Angriffe und Tore geschildert, aber die halt defensiv auch überragend gut spielen und das den Leverkusenern echt schwer machen, zu Torchancen zu kommen. Und deshalb müssen wir in aller Deutlichkeit sagen, das wird mal richtig schwierig für die Werkself aus Leverkusen, hier nochmal irgendwas zu reißen. Joachim Löw, der Bundestrainer, ist da und er hat etwas gesagt, das haben wir ja auch in der ersten Halbzeit, Philipp, mal erwähnt. Es ist natürlich total doof, wenn die beiden Fanlager nicht da sind, wenn das Stadion leer ist. Aber wenn du schöne Spielzüge siehst, wenn du ein interessantes Finale siehst, und genau das hat der Bundestrainer Joachim Löw auch gesagt, dann macht das natürlich trotzdem ein Stück weit Spaß, auch wenn es natürlich ganz was anderes ist, als man das gerne hätte.
Und mir wird ein bisschen Angst um die Leverkusener, wenn ich sehe, wie gerade Joshua Kimmich als Erster da schon wieder wild entschlossen raus auf den Rasen gespurtet ist. Mittlerweile sind jetzt beide Mannschaften komplett wieder da, stehen auch schon in ihren Hälften drin. Und wir sitzen oben, wir sitzen ja relativ dicht unterm Dach. Und es ist ja eben diese allererste farbige Flutlichtshow, das sind diese LEDs unterm Dach angebracht, die heute ganz in grün, da in diesem grünen großen Kreis rund um das Olympiastadion leuchten. Grün, die Farbe des DFB. Und jetzt also geht dann gleich die zweite Hälfte los hier in diesem DFB-Pokalfinale. Das 77. ist es insgesamt und die Bayern also auf dem Weg zum insgesamt 13. Double. Und noch kurz zwei Zahlen, bevor gleich wieder angepfiffen wird. 30. Meisterschaft haben sie ja schon und eben 20. Pokal kann es werden. Also eine runde Sache dann im wahrsten Sinne des Wortes der Bayern, die jetzt Anstoß haben. Von links nach rechts spielen in ihren roten Trikots und sofort wieder drin sind in der Leverkusener Hälfte. Rausgeschlagen, der Ball seitenaus, gibt Einwurf. Ja, und ich komme kurz zu den beiden Wechseln. Es ist tatsächlich so, wie ich das eben geahnt hatte. Also Baumgartlinger geht raus. Peter Bosch, der Leverkusener Trainer, löst die Doppel-Sechs auf, wird jetzt nur noch mit einer richtigen Sechs spielen. Das ist eben Arangis, dem er bei wird zu halb an seiner Seite hängen, aber der wird natürlich viel weiter nach vorne gehen. Und Amiri, der uns beide ja auch ziemlich enttäuscht hat in dieser ersten Halbzeit, ist ebenfalls rausgegangen. Volland und eben dem er bei sind gekommen. Volland wird sich und hat sich auch schon direkt ins Sturmzentrum orientiert, hat den Alaba mal mit so einem kleinen Knuff begrüßt, sieht sich jetzt aber im Augenblick Jerome Boateng gegenüber, während drüben auf der rechten Seite Lars Bender versucht, aus der eigenen Hälfte rauszuspielen. Das hat nicht geklappt. Und über Alphonso Davies, der hat schon wieder den Turbo eingeschaltet. Der versucht, nach vorne zu gehen. Aber dann Ballbesitz für Leverkusen. Über Leon Bailey. Ist schon in der gegnerischen Hälfte. Muss jetzt mal gucken, was mache ich mit Benjamin Pavard. Wie schüttle ich den Weltmeister ab? Da zieht er in die Mitte. Müsste jetzt mal einen anspielen und verpasst den richtigen Moment des Abspiels. Kriegt immerhin einen Freistoß für die Leverkusener. Fast 40 Meter vom Tor weg von Manuel Neuer, der wenig, sehr wenig in dieser ersten Halbzeit zu tun hatte und nicht oft eingreifen musste. Einmal eine Faustabwehr, wo er einen Freistoß rausboxte und einmal, und das war die 46. Minute oder die gibt es ja dann eigentlich erst in der zweiten Halbzeit, also die 45. plus eine Minute Nachspielzeit, letzte Szene der ersten Halbzeit, ein Schuss von Lars Bender, den Manuel Neuer aber in seiner aktuellen Form mühelos entschärfen konnte. Leverkusen versucht's, kommt nochmal über die rechte Seite. Über Moussa Diaby, der zieht schon an zwei, drei Bayern-Spieler vorbei. Bei Joshua Kimmich ist dann einer zu viel. Da wäre er dann fast durch gewesen in Richtung 16er und dann das ein bisschen Frust-Offensiv-Foul hinterher. Gibt also Freistoß für den FC Bayern und einer dirigiert und winkt auch und sagt, du gehst bitte dahin zum Abdecken und du dahin. Das ist Kevin Volland, der jetzt versucht auch Benjamin Pavard zu attackieren, läuft dann auch in Richtung Manuel Neuer und Kevin Volland natürlich mit seiner 1860 München-Vergangenheit, sein Herz immer noch irgendwie auch eine Löwengrube, spielt natürlich auch ganz besonders gerne gegen den FC Bayern München. Die Leverkusen in der eigenen Hälfte Schwierigkeiten beim Spielaufbau, denn die Bayern gehen richtig früh vorne drauf. Tabsoba deswegen hoch und weit die Variante. Ball ist dann aber schon wieder in der Leverkusener Hälfte. Lewandowski Kopfballverlängerung auf. Thomas Müller stellt den Körper rein. Oh ja, ja, auch das kann er. Spielt ihn dann weiter auf Joshua Kimmich. Gnabry direkt versucht es in den 16er rein auf Lewandowski. Aber Tabsoba ist da und hat den Ball und spielt ihn zu Radetzky, dem Keeper der Leverkusener, der rechts raus auf Lars Bender. Kingsley Coman ist da schon wieder dabei, stört den Kapitän, der dreht sich um die eigene Achse, spielt ihn dann einen Tick weiter vor auf Leon Bailey. Aber die Bayern holen sich den Ball mit Goretzka fast dran und dann Thomas Müller. Also das ist schon wieder ganz frühes Pressing, Armin. Ja. Ja, du sagst es. Man merkt es, dass die Leverkusener Probleme haben. Tabsoba, der ganz toll angefangen hat, als er nach Leverkusen gewechselt ist und der dann aber irgendwie so in den letzten Wochen, wahrscheinlich auch ob der vielen Spiele, diverse englische Wochen, so ein bisschen abgebaut hat und der jetzt immer wieder Probleme hat. Nächste Möglichkeit für Gnabry, meine Herren. Dem hatte aber mal einen Schnitt mitgegeben, diesem Schuss. Der war dann auch noch so ganz leicht abgefälscht und drehte plötzlich immer mehr Richtung linken Torpfosten und ist dann hauchdünn am Tor der Leverkusener vorbeigegangen. Da waren aber nur noch Zentimeter zwischen Ball und Pfosten. Eckball wird es geben, weil er, wie gesagt, leicht abgefälscht war. Und Kimmich macht das jetzt mal
so im Entenwatschelgang ganz gemütlich, geht da mal raus zur Eckfahne. Jetzt ist er da angekommen, jetzt hat er sich den Ball hingelegt, jetzt guckt er mal, welche Variante bietet sich denn an. Wie haben sich die Jungs dann im Strafraum aufgestellt und jetzt kommt die Ecke rein. Richtung 5 Meter Raum, Kopfballmöglichkeit, aber dann ist ein Leverkusener dazwischen. Und drüben auf der anderen Seite, direkt neben der Eckfahne, wird es jetzt einen Einwurf geben für die Bayern, die direkt Druck machen. Bender war es, der den Ball da so ein bisschen noch eben gerade noch verlängern konnte und rausköpfen konnte aus der Gefahrenzone. Und jetzt auf der anderen Seite Benjamin Pavard mit dem Einwurf für die Bayern. Alles, wie gesagt, noch auf Höhe des Leverkusener Strafraums. Ball kommt jetzt schon wieder rein in den Strafraum. Und dann ist der frische Demirbay da und versucht, das Ding jetzt mal rauszuhauen. Gelingt dem nicht. Müller ist dazwischen gegangen. Schon wieder die Bayern über Pavard. Dann bietet sich in dem Fall Lewandowski an. Legt den Ball nochmal zurück auf Kimmich. Und Kimmich merkt, okay, jetzt müssen wir erstmal ganz hinten rum spielen auf Alaba. Und der war der letzte Mann und war 20 Meter in der Leverkusener Hälfte. Also die Bayern mit Druck, mit der Möglichkeit durch Kimmich, der schießt den eigenen Mann an, nämlich den Müller, der jetzt grinst und Spaß hat, verständlicherweise. 50 Minuten ganz exakt rum, die Bayern führen 2-0 und machen da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Aber du sagst es genau richtig, Armand, und das ist eben auch das Wort für Thomas Müller, dass er braucht Spaß. Ja. Er hat Spaß am Fußball wiedergefunden und das macht ihn im Moment auch so wertvoll. Natürlich auch immer mit seinem Anarcho-Element, das er da mit reinbringt. Die Bayern im Anstoßkreis, Joshua Kimmich, Pass vor auf Lewandowski, Körper reingestellt, dann gelingt es ihm so noch zumindest eine Drehung und den Ball auch etwas weiterzuleiten, aber die Leverkusener haben ihn. Spiel ihn vor auf Kevin Volland, links startet Leon Bailey, gut durch die Gasse durch. Bailey vor Pavard. Nee, Pavard vor Bailey. Grätscht, super Tackling. Auch wieder eine klasse Aktion vom Franzosen. Ball im Seitenaus, gibt Einwurf für die Bayern, die zur Pause nicht gewechselt haben. Also Doppelwechsel bei den Leverkusenern, die Bayern bisher unverändert. Schlagen den Ball raus, kurz vor dem 16er Thomas Müller. Hohe Bogenlampe auf Robert Lewandowski. Das ist dann aber Tabsoba, der gewinnt. Das Zweikampfduell spielt ihn vor auf Kai Havertz. Kann der ein bisschen jetzt über den Radar rutschen, aber der nächste Fehlpass in der ersten Hälfte, da war tatsächlich, wurde natürlich auch nicht angespielt. Schwer da vorne drin für ihn, aber trotzdem eben unter Radar unterwegs. Demirbay, Ball, Tick zu weit vorgelegt. Deswegen Gnabry und Müller deutet an, spiel ihn mir doch, spiel ihn mir. Ich bin rechts völlig frei, aber Gnabry lässt den Ball am eigenen Fuß kleben und holt sich den Freistoß kurz nach der Mittellinie. 4-5 Meter nach der Mittellinie Arangis, der ihn da umringt und niederringt. Und deswegen auch zu Recht der Freistoß für die Bayern. Sind wir schon wieder über die 50. Minute drüber. 52. Freistoß ausgeführt an der Mittellinie. Pavard hat den Ball. Ja, und Tobias Welz, der Schiedsrichter, ja, das war schon mal ein sehr taktisches Foul von Arangis. Und er hat sich gesagt, komm, was soll ich dem jetzt auch noch gelb zeigen? Also war mal ein bisschen gnädig, der Schiri. Auch in der ersten Halbzeit ja gleich ein paar Mal mit Kai Havertz hat er auch die Augen zugedrückt. Da hätte er auch dem schon gelb zeigen können. Also Leverkusener können sich nicht beschweren über Tobias Welz, der hier bislang echt ordentlich dieses Finale pfeift. 2-0 für die Bayern. Die sind schon wieder auf Höhe des Leverkusener Strafraums und kriegen da einen Einwurf. Kingsley Coman und Lars Bender klopfen sich kurz ab. War ein bisschen ruppig eingestiegen, aber manchmal hast du halt auch ein bisschen Aua beim Fußball. Das gehört dazu. Ball wird zurückgelegt, aber die Leverkusener im eigenen Strafraum schon wieder mit Problemen, haben ihn aber jetzt rausbekommen und Leon Bailey versucht jetzt mal Havertz einzusetzen. Er ist noch tief in der eigenen Hälfte, muss erstmal zurückspielen. Dann kommt der weite Ball von Bender und der ist zu weit. Trudelt dann ins Seitenaus. Moussa Diaby, der ist schnell, sieht sich heute einem noch schnelleren Alphonso Davies gegenüber. Und in dem Fall haben sie beide ihren Turbo gar nicht gezündet, weil sie gemerkt haben, der Pass von Bender, Lars Bender in dem Fall, ist einfach zu weit gespielt, trudelt auch mit ein bisschen Schnitt zu weit in Richtung Außenlinie und war deshalb schnell raus. Bender ist jetzt schön erstmal wieder dazwischen gegangen, aber über Kimmich, der kämpft und ackert da im Mittelfeld, kriegen die Bayern den Ball sofort zurück. Kimmich, der mit diesem unglaublichen Traumpass den Gnabry in der 24. Minute auf die Reise schickte und da machte der das 2-0 und Gnabry startet jetzt schon wieder, aber in dem Fall hat Tabsoba aufgepasst und zumindest erstmal geklärt, verliert aber dann den Ball gegen Lewandowski. Tabsoba wackelt heute so ein bisschen und es wird jetzt aus meiner Sicht Ecke geben. Ja, wird Ecke geben für die Bayern und am Ende war es der Ballverlust von Tabsoba, der eigentlich schon alles im Griff hatte. Lewandowski, wie wir ihn kennen, gierig, giftig, setzt nach und kriegt den Ball und Tabsoba kann dann nur noch zur Ecke klären. Ecke für die Bayern, die immer noch, auch 54 Minuten, sind jetzt mittlerweile rum mit 2-0 führen.
die DFB-Pokalfahnen so rund um das Olympiastadion. Die hängen ziemlich stark im Wind, also wehen. Und die Leverkusener hängen in den Seilen. Schon wieder stark in der Defensive. Eckball Joshua Kimmich von links mit rechts getreten. Das heißt, zirkelt den Ball an das Tor ran von Lukas Radetzky. Aber gut rausgeköpft in dem Fall von Kai Havertz, der hinten wieder mit ausgeholfen hat. Dann wieder der schnelle, steile Pass vor. Versuch zwischen die Münchner Innenverteidiger zu spielen. Aber Leon Bailey, der ist zwar schnell, der ist fast genauso schnell wie Alphonso Davies auf der anderen Seite. Aber da kommt er eben nicht ran. Es gibt so zwei Warmmachtzonen hinter den Trainerbänken. Und da ist ziemlich viel Betrieb, sowohl bei den Bayern als auch bei den Leverkusenern. Die dürfen ja noch dreimal wechseln. Die Bayern ja insgesamt noch fünfmal. Und was passiert auf dem grünen Rasen, der wunderbar gemäht ist? In so abwechselnden Linien, also sehr schönes Muster, und das Muster der Bayern funktioniert nach wie vor auch sehr, sehr gut in dieser zweiten Hälfte beim Spielstand von 2:0. Balleroberung an der Mittellinie, Leon Goretzka spielt ihn eben vor auf Alphonso Davies, schon wieder ganz viele Ballkontakte und seine eigentliche Jobbeschreibung über den Haufen geworfen, spielt ihn rein auf Kingsley Coman, in die Mitte auf Lewandowski, Schuss drüber, versucht das mit der Innenseite, Robert Lewandowski ziemlich genau am Elfmeterpunkt gestanden, mit links schießt er dieses Mal, Robert Lewandowski. Aber der ging dann doch in die Berliner Wolken, hatte ein bisschen Rücklage gehabt, aber war relativ frei. Also ziemlich gute Möglichkeit hier für die Bayern. Dicke Chance, also normalerweise netzt er so einen, aber mal ganz locker. Lewandowski kein Tor geschossen heute und trotzdem ein souveränes 2-0 für die Bayern. Auch ein Zeichen dafür, wie breit und gefährlich diese Mannschaft aufgestellt ist. Wir sagen es nochmal gerne, Alaba mit einem Traumfreistoß und Gnabry, das waren die Torschützen. Jetzt mal Leverkusen über Kai Havertz. Will wieder den Ball noch an einem vorbeiziehen. Geht nicht, klappt nicht, Tapsoba, Abseitsposition von Müller, der beschwert sich jetzt. Moment, da war der Tapsoba doch schon am Ball, aus meiner Sicht zu Recht. Tapsoba nimmt das Ding an, dann gibt es keinen Abseits mehr. Und jetzt Havertz und die Möglichkeit für Bailey, weil Neuer kommt raus aus seinem 5-Meter-Raum. Kurze Verwirrung da in der Bayern-Defensive. Aber Pavard hat das zunächst mal geklärt, aber Leverkusen bleibt im Ballbesitz. Über Volland, den frisch gekommenen Mann. Der hat den Ball immer noch, spielt ihn in den Strafraum. Dann ist erstmal Alaba da, haut das Ding raus. Lewandowski kämpft sich rein, legt zurück auf Goretzka. Der ist schon auf Höhe der Mittellinie. Jetzt guckt er mal, wen kann ich anspielen? Nimmt wieder Lewandowski mit. Wunderbar, mit der Brust mitgenommen. Jetzt geht er rein in den Strafraum. In der Mitte lauert Kingsley Coman. Da kommt der Ball. Ah, den konnte er nicht mehr kontrollieren. Kracht jetzt hinten, aber ist nichts passiert. In die Werbebande rein. Der Robert Lewandowski hat den Ball im letzten Moment noch rumgezogen und jetzt läuft der Konter über Moussa Diaby. Das ist gefährlich. Er legt quer. Und die Chance für Kevin Volland. Schlechtes Anspiel und schlecht gemacht dann von Volland, der irgendwie einen Zwischenschritt machen muss, weil der Pass von Moussa Diaby, die beiden waren frei vor Manuel Neuer. Plötzlicher Konter, nachdem die Bayern vorher die dicke Chance auf der anderen Seite hatten durch Lewandowski. Und dann kriegen sie den Ball nicht kontrolliert, nicht aufs Tor, null Gefahr für den Kasten von Manuel Neuer, obwohl es eigentlich eine sehr aussichtsreiche Position war. Moussa Diaby, dann legt er quer und dann muss der Kevin Volland stoppen, weil der Ball ihm einfach zu dicht auf den Körper gespielt wird. Und er deutet dann auch an, spiel ihn doch einfach ein, zwei Meter weiter in den Strafraum, dann bin ich auch näher am Tor und habe alle Optionen. Chance vertan, Freistoß Leverkusen, wird jetzt reingechippt. Noch einmal die Möglichkeit, den Ball reinzuspielen in den Strafraum. Tapsoba ist vorne und Manuel Neuer ganz sicher fängt den Ball ab. Bleibt beim 2-0 für die Bayern, aber wir haben immerhin mal eine richtig gute Torchance für Leverkusen gesehen. Genau, und die Bayern-Abwehr war auch vorher schon ein bisschen unsortiert. Ja. Da wäre auch schon fast Bailey durch gewesen. Neuer, der sich ein bisschen verschätzt und jetzt schon wieder Druck von Kai Havertz auf Manuel Neuer, aber der spielt ihn rüber auf David Alaba. Der haut das Ding hoch in den Anstoßkreis. Robert Lewandowski gegen Sven Bender im Kopfballduell. Bender gewinnt dieses Kopfballduell und Leon Bailey startet, wird von Diaby angespielt, aber da gehen die Bayern dann dazwischen und Thomas Müller hat ihn. Ist aber jetzt eine 3 gegen 5 Situation, versucht es wieder hoch vor auf Lewandowski, aber auch da die Leverkusen jetzt wieder ganz gut und bissig im Zweikampf. Also es ist jetzt zumindest ein bisschen offener. Neuer raus aus dem 16er, nimmt den Ball an, haut ihn vor, auf den Fuß von Lewandowski, runtergestoppt, Schuss, Radetzky, Fehler, Tor für die Bayern, 3-0. Was für ein Fehler von Lukas Radetzky.
Neuer haut das Ding vor auf Lewandowski. Lewandowski haut aus 30 Metern einfach drauf und Radetzky trudelt der Ball irgendwie durch die Beine, hält das Ding nicht fest und dann setzt er noch nach, rennt noch nach und fällt zusammen mit dem Ball ins eigene Tor, versucht ihn dann noch mit der linken Hand wieder rauszuhauen, aber da war schon volle Umdrehung, Ball im Tor der Leverkusener, 3:0, auch keine Abseitsposition vom weiten Schlag von Manuel Neuer, der hier einen Assist bekommt. Lewandowski haut drauf und den muss er komplett haben. Radetzky versucht ihn, also der ist auf die Brust, auf den Körper von Radetzky geschossen. Der steht 3 Meter vor dem Tor und dann eine ganz komische Abwehr, versucht ihn zu fangen, wegzufausten, irgendwas dazwischen. Und dann flutscht ihm der Ball durch die eigenen Beine zurück ins eigene Tor. Was für eine bittere Aktion, das 3:0 für die Bayern durch Robert Lewandowski. Jo, und du hast es sehr schön gesagt, der Assist geht an den Mann, der bei den Bayern gerne mal von hinten das Spiel eröffnet, an Manuel Neuer, der da ganz schnell sah, dass Lewandowski in einer guten Position war und Lewandowski hätte ja auch noch aufs Tor zugehen können. Auch das war ja eine Option gewesen, aber er nimmt den Ball kurz an und haut ihn sofort aufs Tor. Und Radetzky, das müssen wir ganz klar sagen, muss dieses Ding halten und boxt oder patscht es sich irgendwie durch die eigenen Beine. Und jetzt steht es 3:0, wo wir gerade gesagt haben, Leverkusen kommt rein. Es ist ein offenes Spiel. Da schlagen die Bayern eiskalt zu. Jetzt Havertz im Strafraum, legt quer, Alaba hat aufgepasst, schimpft jetzt nochmal mit seinen Vorderleuten oder feuert sie, glaube ich, eher so ein bisschen an, ein bisschen konzentrierter zu sein, weil das ging ein bisschen leicht, wie Havertz da um Alphonso Davies herumging und den Pass in den Fünfer spielen konnte, aber im Fünfer stand eben Alaba und klärt jetzt nochmal. Kai Havertz verliert aber wieder gegen Alaba den Ball und Leverkusen natürlich jetzt derart unter Druck, Stunde gespielt, 0:3 der Rückstand für die Werkself und das gegen diese Bayern, wo du halt weißt, je mehr du riskierst, desto größer die Gefahr, dass du noch einen hinten reinkriegst und dass du dann hier eine richtige Klatsche erlebst und 3:0 ist ja eigentlich schon richtig bitter. Leverkusen im Ballbesitz über Arangis, die Bayern führen 3:0. Setzen nach, gehen eben schon wieder giftig, gallig drauf, holen sich den Ball, Goretzka aber faul gegen Kerim Demir bei, Tobias Welz hat es als Freistoß gesehen und entschieden für Bayer Leverkusen. Sind aber viele, viele Meter zum Tor und der Freistoß genau vor den Augen von Peter Bosch. Mit seiner schwarzen Brille hat er eigentlich immer den Durchblick, aber was er natürlich sieht, ist diese klare Führung. Das, obwohl die Leverkusener eben die Bayern-Dominanz eigentlich ein bisschen durchbrochen hatten. Flanke jetzt von der rechten Seite, Diaby aber genau in die Arme von Manuel Neuer, der sich das Ding hier runterfischt und dann erstmal seine Vorderleute ganz entspannt sortiert. David Alaba, Jerome Boateng und dann den Ball wirft so richtig auf den Boden, dass der nochmal Tempo bekommt auf Benjamin Pavard. Weiter auf Joshua Kimmich, zurück auf Manuel Neuer und so lassen sie die Leverkusener laufen. Das kostet Kraft, das kostet Körner. Alaba schlägt den Ball vor auf Kingsley Coman bzw. Serge Gnabry ist es, der jetzt auf links auch zu finden ist. Kingsley Coman, der eher vorne zentral mit drin steht auch. Und jetzt aber Robert Lewandowski, der nämlich in der eigenen Hälfte mit dabei ist, jetzt eben auch dann vorne ein bisschen weiter mit drauf schiebt. Die Leverkusener, die den Ball haben mit Tapsoba, der ihn quer rüber spielt auf Wendell. Alles in der eigenen Hälfte noch weit entfernt von der Mittellinie. Demir bei, der dann also am Anstoßkreis ist, sofort wieder attackiert wird. Jetzt vielleicht aber mal mit Diaby schnell rüber auf die rechte Seite. Havertz nimmt Tempo auf, drin in Bayern 16er. Pass auf, Bailey, der kommt aber nicht an. Dann ist es fast das Eigentor von Jerome Boateng. Aber der Ball trudelt hauchdünn über die Querlatte drüber. Weil das war ein Mega-Einsatz von Jerome Boateng. Sonst wäre Leon Bailey völlig frei aus 4-5 Metern vor Manuel Neuer gestanden. Das war, er ist vielleicht nicht mehr der schnellste, Armin, der Jerome Boateng. Aber das so ein klasse Zweikampfverhalten verhindert hier den Anschlusstreffer der Leverkusener, die jetzt Eckball haben. Ja, und kriegen den Eckball von der rechten Seite. Bin ich mal gespannt, ob der jetzt mal Gefahr bringt. Kommt an den zweiten Pfosten. Tor! Tor für Leverkusen. Sven Bender mogelt sich da weg von allen Bayern-Spielern. Keiner hat auf ihn aufgepasst. Und dann köpft er ihn in die kurze Ecke. Manuel Neuer, der stellt ja nie Leute an die beiden Pfosten. Und deshalb ist da keiner. Und deshalb steht es jetzt nur noch 1:3. Und Leverkusen ist wieder so ein bisschen drin in diesem Spiel, indem sie in der zweiten Halbzeit viel besser, viel gefährlicher aufgetreten sind.
als das im ersten Durchgang der Fall gewesen ist. Und wir müssen nochmal zu der Aktion von Boateng kommen. Der klärt halt da in höchster Not und dann kommen sie nachher alle angelaufen. Alaba, Kimmich, Manuel Neuer und umarmen ihn und tätscheln ihn und sagen, überragend, wie du das gemacht hast, Weltklasse. Und das bei einer 3-0-Führung. Da weißt du, wie heiß die Bayern sind. Aber jetzt steht es nur noch 3-1, weil im Anschluss gab es halt die Ecke nach der Klärungsaktion von Boateng. Und Sven Bender, der das schon ein paar Mal gemacht hat in dieser Saison, nach Standards, sich da wegzuschleichen. Man rechnet gar nicht so mit dem. Und zack war er drin. Und zack steht es jetzt 1-3. Und jetzt sind wir mal mächtig gespannt, ob da noch was kommt. Es hat jetzt einen Wechsel gegeben bei den Bayern. Hast du mitbekommen? Genau. Zack, die Bayern haben einmal gewechselt. Ja. Ivan Perisic ist gekommen für Kingsley Coman, also auf der linken offensiven Außenbahn, der schon zweimal den Pokal gewinnen konnte. Ivan Perisic mit Wolfsburg und mit Borussia Dortmund weiter. Pass vor auf Lewandowski, rein in den Leverkusen 16er, kommt nicht ran, aber die Bayern sofort wieder mit dem Ballbesitz, weil der Abwurf von Radetzky ein bisschen verunglückt war, aber die Bayern bauen erstmal hintenrum auf, spielen zurück in die eigene Hälfte an den 16er auf den Fuß von Manuel Neuer. Mit rechts schlägt er ihn dann sehr zentral vor auf Thomas Müller. Wendell gewinnt das Kopfballduell, wird ein bisschen von Müller unterlaufen. Tabsoba setzt nach, verliert den Ball. Gnabry am 16er versucht schon wieder Thomas Müller steil durch die Gasse eben durchzuschicken, aber diesmal die Leverkusener Abwehr aufgepasst. Vielleicht der Konter über Leon Bailey, aber wieder Jerome Boateng, der sich da durchsetzt im Zweikampf gegen Bailey. Trotzdem Leverkusen weiter im Ballbesitz. Und erstmal rüber auf rechts. Lars Bender, der Kapitän, mit großen Schritten in Richtung Bayern 16er, spielt auf Diaby. Flanke in die Mitte. Havertz, Tor, nein, knapp vorbei. Ganz knapp links vorbei. Kai Havertz, Fahne war aber sowieso oben Abseitsposition vom Supertalent. Ich meine, die Fahne hinten des Assistenten war oben. Aber Havertz war, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich dran, oder? Aber nee, er kam nicht mehr dran, genau. Aber der Ball war dann sowieso am Tor vorbei. Also insofern war Havertz nicht mehr dran gekommen. Ball nicht ganz so präzise gespielt, aber Leverkusen ist drin in diesem Spiel. Hätten die doch mal in der ersten Halbzeit so gespielt. Hätte der Volland eben dieses Ding gemacht, als es noch 2-0 stand. Hätte der Radetzky nicht den Fehler gemacht. Aber du das sind dein Konjunktiv. Das sind die Konjunktive. Die nützen dir vielleicht dann gegen eine schwächere Mannschaft was, aber nichts gegen die Bayern. Da musst du halt schon dir jedes Tor erarbeiten und darfst hinten halt keine Fehler machen. Und in beiden Fällen hat es heute nicht ganz optimal geklappt. Jetzt wird es eine gelbe Karte geben für Robert Lewandowski, der sich ein bisschen beschwert über diese gelbe Karte. Aber der halt, das macht er ja immer wieder, giftig reingeht in den Zweikampf. Diesmal hat er es ein bisschen übertrieben. Und Schiedsrichter Tobias Welz also zeigt jetzt auch dem ersten Bayern-Spieler den gelben Karton in einer insgesamt, das müssen wir auch ganz klar sagen, sehr, sehr fairen Begegnung. Und am Ende also steht es 1-3, aber wir haben jetzt 66 Minuten gespielt. Da geht noch was für Leverkusen. Ja, Lewandowski, der hat Charles Arangis abgeräumt, der ist dann auch so ein bisschen auf die Theaterbühne gegangen, hat es schlimmer gemacht, als es war, aber gelb ist okay. Wendell, Flachpass in Richtung Bayern, 16er, Volland kommt nicht ran. Diaby dafür, der jetzt ein bisschen auch zentraler spielt, dann aber zum eigenen, beziehungsweise zum Anschlusskreis zurück. Gedrängt wird so ein bisschen. Tabsoba hat den Ball quer auf Sven Bender, weiter auf Lars Bender und dann eben auf Kai Havertz, der jetzt besser auch in dieser zweiten Halbzeit im Spiel drin ist. Aber trotzdem die Bayern hinten mit der Viererabwehrkette versucht ausgehebelt zu werden. Kevin Volland spielt ihn auf Diaby. Leon Bailey im 16er kann schießen. Bailey, Schuss mit rechts abgeblockt. Hat einen Tick zu lange gebraucht und wieder Boateng, der sich da in den Weg reinstellt. Hätte er vielleicht einfach mit links schießen müssen. Bailey ist doch auch sein starker Fuß, wollte es aber mit rechts schlänzen. Die zweitbeste Variante, so möchte ich es mal nennen. Jetzt ist er schon wieder am Ball mit seinem starken linken Fuß. Gut verlagert rüber auf Kai Havertz. Stoppt den Ball mit der Brust runter. 3-4 Meter vor Bayern, 16er entfernt. Alfonso Davies geht nicht richtig ran. Havertz, langer Pfosten anvisiert. Bailey lauert auch, kommt nicht richtig ran. Abstoß für die Bayern. Und es gibt den zweiten Wechsel beim FC Bayern München. Und es wird ein Verteidiger kommen, ein 80 Millionen teurer Verteidiger, Lucas Hernandez, und zwar für einen, der mal einen echten Arbeitsnachweis heute geliefert hat. Jerome Boateng, völlig abgekämpft und super Aktionen gehabt, wirklich in höchster Not, teilweise 2-3 Mal geklärt, wirklich immer noch richtig, richtig stark und vielleicht so stark wie früher. Weltmeisterlich stark, Jerome Boateng. Jetzt ist sein Arbeitstag beendet und Lucas Hernandez kommt rein.
Boateng klatscht sich gerade noch mal mit Hansi Flick, dem Trainer, ab. Joachim Löw wird das alles hier auch gesehen haben, wie Boateng hier gespielt hat. Der sich, glaube ich, so ein klein bisschen verletzt hat bei dieser Rettungsaktion in höchster Not. Da hat er auch mal so ein bisschen gedehnt. Der hintere Oberschenkelmuskel hat da wahrscheinlich schon ein bisschen zugemacht. Und die Bayern wollen ja in der Champions League noch ein gewichtiges Wort mitreden. Und da brauchen sie einen Boateng in Topform. Und sie haben ja noch den Hernandez. Und deshalb ist der jetzt gekommen. Und Wendell rutscht unten jetzt aus, behält aber erstmal den Ball. Und Leverkusen versucht ranzukommen, versucht das zweite Tor zu erzielen. Aber Sven Bender, der Torschütze der Leverkusener, erstmal mit einem Fehlpass, gibt Einwurf tief in der Bayern-Hälfte für die Roten, für den FC Bayern. Und die machen das jetzt über Müller. Müller sieht sich gleich zwei Leuten auf Höhe der Mittellinie gegenüber, gibt erneut Einwurf, jetzt eben auf Höhe der Mittellinie wieder für die Bayern. Und Müller sagt dann, komm, wir nehmen ein bisschen Drive raus. Die Leverkusener waren uns jetzt ein bisschen zu stark in den letzten Minuten. Da versuchen wir mal, jetzt ein bisschen Luft rauszulassen. Und Leverkusen erobert sich über dem hier bei den Ball. Der spielt mal zurück zum Unglücksraben, zu Lukas Radetzky. Und ich habe es eben gesagt, der hintere Oberschenkelmuskel, genau der wird jetzt bei Boateng schon auf der Auswechselbank, draußen, dass wir das alle noch sehen können, wird er schon behandelt. Die Spieler haben, glaube ich, Montag, wenn ich den Plan richtig im Kopf habe, die Bayern-Spieler noch einen Sponsorentermin und dann ab Montagnachmittag Urlaub. Und den werden sie dringend brauchen, bevor es ja dann im August in die Champions League geht. Und da wird es wieder ein bisschen Vorbereitung geben. Und dann wollen die Bayern natürlich da möglicherweise ein Triple holen. Aktuell sieht es so aus. Sie führen hier 3-1 im Pokalfinale. Aber es ist noch ein weiter Weg. Das Ding haben sie noch nicht endgültig gewonnen, weil Leverkusen sich im Vergleich zur ersten Halbzeit stark verbessert zeigt. Pavard hat hinten jetzt aufgepasst. Manuel Neuer mal wieder mit einem weiten Ball Richtung Lewandowski. Das hat einmal funktioniert, jetzt gerade nicht. Und Leverkusen geht jetzt so ein bisschen wild hin und her. Hat jetzt über Tabsoba im Augenblick den Ball. 3-1 für die Bayern. 70 Minuten rum, also noch 20 Minuten plus Nachspielzeit. Vielleicht, Philipp, geht ja noch was. Eben, also wir machen den Rollladen hier noch nicht runter. Nein. Und die Bayern haben den Ball mit David Alaba, spielt ihn zurück zu Manuel Neuer im 16er. Lucas Hernandez kriegt ihn nicht, sondern Alaba zurück und zwar mit einem hohen Ball über Kevin Volland drüber, was er spielerisch am Fuß auch kann. Manuel Neuer, das wissen wir alle. Aber Ballbesitz für die Leverkusener. Kai Havertz, 20 Meter zum Tor, schickt Volland und wieder nicht hundertprozentig ideal angespielt, kommt er wieder leicht aus der Balance, kann den Ball eben nicht mitnehmen und verwerten und in den 16er reingehen und schießen. Schade, wieder so ein bisschen in den Rücken reingespielt, deswegen macht es das schwierig für Kevin Volland. Die Bayern auf der anderen Seite mit Serge Gnabry, geschickt von Thomas Müller. Gnabry immer noch am Ball, Tabsoba geht dazwischen, Wendell räumt auch mit ab und dann ist es Sven Bender kurz vor dem eigenen 16er Spiel zu seinem Zwillingsbruder rüber, zu Lars Bender. Und das war von Diaby auch gar nicht schlecht gemacht gegen Davis. Er hat den Ball bekommen, hat noch ein bisschen mitgeschoben, aber trotzdem die Bayern im Ballbesitz mit David Alaba. Es sind ein paar Fehlpässe dabei, aber vielleicht der weite Schlag rüber auf links auf Leon Bailey. Neuer ist da, Neuer ist raus aus seinem 16er. Neuer schlägt den Ball weit und hoch drüber über die Seitenauslinie und zwar genau dorthin, wo später dann die Siegerehrung sein wird. Aber ein anderer Ball ist sofort da, der zurück per Einwurf eben ins Feld geschickt wird. Leverkusen mit dem Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Also es ist ja doof, dass keine Zuschauer da sind. Da gibt es ja überhaupt keine zwei Meinungen drüber. Die Fans würden diesem Spiel hier richtig, richtig gut tun. Aber es ist in dieser zweiten Halbzeit ein richtig offenes und ein richtig gutes Fußballspiel. Offener Schlagabtausch, beide Mannschaften suchen die Offensive. Leverkusen muss und die Bayern merken und spüren, wir müssen vielleicht noch was nachlegen. Sonst könnte das hier nochmal eine enge Kiste werden. Und deshalb macht es Spaß, dieses Spiel sich eben anzuschauen. Havertz auf der linken Seite hat sich mal ein bisschen fallen lassen. Ball nach vorne getrieben. Allerdings merken sie jetzt, dass da vorne erstmal nichts geht und deshalb kommt der Rückpass auf Wendell. Wendell passt dann auf Höhe die Mittellinie den Tabsoba an, der geht jetzt wieder in die Bayern-Hälfte rein. Aber jetzt ist erstmal der Drive raus aus diesem Angriff, wo Havertz irgendwie vorne keine Anspielstation gefunden hat. Jetzt nächster Pass, Fehlpass aber von Arangis und die Bayern haben hinten über Goretzka gut aufgepasst und erstmal sehe ich den Ball wieder ober. Tabsoba schlägt ihn da quer und gibt keinen Einwurf, gut gerettet von Wendell. Der zurückpasst zum eigenen Torwart, kriegt direkt den Applaus der Auswechselspieler und der Leverkusener, der wenigen der Verantwortlichen, die halt hier im Stadion sein dürfen, rund um Rudi Völler. Sehen jetzt, dass die ganzen schwarz gekleideten Leverkusener schon wieder kommen über Kai Havertz. Der versucht, sich da an der Außenlinie durchzusetzen, verliert aber den Zweikampf. Kontermöglichkeit für die Bayern über Kimmich.
Erster Pass ist ihm misslungen. Zweiter Pass kommt dann bei Perisic an. Perisic guckt jetzt mal, wo ist Lewandowski? Ist jetzt links auf Höhe des Strafraums. Zieht rein in den Strafraum. Dann kommt der Ball auf Lewandowski und er schiebt ihn vorbei. Boah. Im 5-Meter-Raum. Scharfe Hereingabe. Lewandowski muss nur noch das Füßchen hinhalten und macht dann hier das 4:1. Aber der war schwer, weil er so gerade noch rankommt. Und mit den Stollen schiebt er den dann, glaube ich, am rechten Pfosten vorbei. Kommt nicht mehr richtig hinter den Ball. Und deshalb bleibt es hier beim halbwegs knappen und noch längst nicht entscheidenden 3:1 für die Bayern. Und er zeigt es an mit den beiden Fingern. Das waren 4-5 Zentimeter, die der Ball da von Lewandowski vorbeigeht. Aber auf der anderen Seite sofort schon wieder die Leverkusener. Diaby steht allerdings im Abseits. Und das war auch hochspannend übrigens, gerade bei der Chance zu sehen. Guck mal gleich nochmal drauf. Erstmal die Bayern wieder. 2-gegen-2 Situation. Perisic in der Mitte, Lewandowski, Perisic. Schuss, Radetzky ist unten. Klasse Parade. Ivan Perisic haut das Ding aus Spitzenwinkel mit links direkt aufs Tor. Aber Lukas Radetzky taucht runter und klärt auch genau richtig, wenn man das überhaupt noch klären nennen kann. Haut ihn eben so raus, dass kein zweiter Bayern-Spieler mehr im Nachschuss dann drankommt. Jetzt ist richtig Tempo drin. Offenes Visier. Beide Mannschaften, die Leverkusener, spielen mit. Die Bayern bieten auch mehr Räume. Leverkusen schon wieder mit Leon Bailey. Kurz vor dem Bayern 16er. Übersteiger. Schuss drüber. Boah. Das ist auch ein Boah, der war hauchdünn. Leon Bailey sinkt zu Boden. Ich glaube, krampft gleich noch mit hinterher mit dem Schuss. Und der Ball war auch noch abgefälscht von Benjamin Pavard. Deswegen gibt es Eckball für Leverkusen. Jawohl, das war der rechte Oberschenkel von Pavard, der den Ball fast noch sehr, sehr gefährlich macht. Und Leon Bailey liegt jetzt im 16er drin und bekommt... Das ist doch wirklich dann auch eine schöne Szene von Thomas Müller. Der hält seinen Fuß und versucht, diesen Krampf eben rauszudehnen. Jetzt steht er wieder und jetzt gibt es den Eckball für die Leverkusener. Und das ist ein Fall für Kerim Demirbay. Der ist Linksfuß und wird diesen Eckball eben auch von der linken Seite treten. 3-4 Meter Anlauf in der Mitte. Viele Spieler, viel Betrieb im 5-Meter-Raum. Demirbay! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat er sich selber angeschossen. Der Ball geht über die Torauslinie. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist fast die größere Leistung, als den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen. Aber hey, okay, passiert. Ja, shit happens, sagt der Engländer. Demirbay deutet noch an, welche Variante er machen will. Rutscht halt dann. Ja. Wir haben es ja eben erwähnt, es hat hier mehrfach geregnet. Dann ist der Rasen auch noch gesprengt worden, obwohl es geregnet hat. Und das ist seifig, glatt, schmierig. Und da ist er bei dieser Ecke weggerutscht und schießt sich quasi selber an. Und der Ball trudelt direkt einen Meter, nachdem er ihn geschossen hat, ins Tor aus. 0 Gefahr, 1:3 der Spielstand. Leon Bailey, ja, sein Trainer, die sind ja auch noch in der Europa League. Das dürfen wir nicht vergessen, die Leverkusener. Ähnlich wie die Bayern, halt nicht in der Champions, sondern in der Europa League, haben im August auch noch viele wichtige Spiele, so hoffen sie jedenfalls vor sich. Und da brauchst du auch einen Bailey. Und dieser Krampf deutet natürlich an, dass die Muskulatur da einfach überlastet ist. Und Peter Bosz hat ihn rausgenommen und 1:1 sozusagen die Position gewechselt. Karim Bellarabi ist jetzt für Leon Bailey gekommen, der da eben hauchdünn mit diesem abgefälschten Schuss den Pavard da aber ganz knapp über die Latte abfälschte. Und ich glaube, Neuer war auf dem falschen Fuß, der wäre da im Leben nicht mehr hingekommen. So, immer noch 1:3, wir schauen auf die Uhr, wir sind in der 76. Minute. Leverkusen braucht ein Tor, um das hier nochmal spannend zu machen. Die Bayern wollen ein Tor, um den Deckel drauf zu machen auf dieses Spiel. Und das gibt uns nochmal so eine richtig schöne Schlussviertelstunde. Und jetzt habe ich gerade gedacht, Leroy Sané macht sich da unten warm in der Bayern, im Bayern-Warmmachbereich. Aber es ist Joshua Zirkzee. Von hinten selbe Haartracht haben die beiden. Also Joshua Zirkzee, warum nicht, ist auch nochmal eine junge Sturmoption vorne drin. Und es gibt Freistoß für den FC Bayern. Kurz nach der Mittellinie Lars Bender, der dann nachsetzt und unten einfach am linken Knöchel Joshua Kimmich trifft. Und der mit fast schon schmerzverzerrtem Gesicht und grashalmen im Gesicht auch mit drin. Da sieht man schon, wie abgekämpft er ist in diesem DFB-Pokalfinale. Sagt, hey, das wäre eine richtig gute Aktion gewesen, weil ich eben Platz hatte zum Durchstarten. Aber so eben gibt es den Freistoß, 1 Meter nach der Mittellinie. Alphonso Davies wird ihn ausführen und spielt ihn einfach 3 Meter quer rüber auf Joshua Kimmich.
der weiter auf Ivan Perisic und dann geht es schon wieder auf Kimmich in die Mitte rein. Leon Goretzka, oh klasse, schön gelöst. Heber auf Pavard, rechts raus ein bisschen Platz. Diaby läuft hinterher. Gnabry hat den Ball, wird verfolgt von Wendell, stellt das Füßchen rein. Macht das auch gut, aber trotzdem prallt der Ball dann eben rüber zu Kimmich und der wird schon wieder gefoult, wird den Freistoß, will ihn schnell machen, verliert den Ball und dann Kontermöglichkeit für die Bayern. Havertz, Neuer raus aus dem 16er, Havertz vorbei an Neuer und dann das Foul von Alphonso Davies nicht. Denn der Schiedsrichter sagt, das Fähnchen von meinem Assistenten ist oben. Und ich zeige es nochmal an, diese Bewegung, das ist eine Abseitsposition. Abseitsposition von Kai Havertz, der 30 cm zu früh gestartet war und deswegen nur fast eine richtig gefährliche Aktion für Bayer Leverkusen. Sonst hätten wir da hinten über eine Notbremse sprechen müssen, wobei er ja so ein bisschen wegdriftete eigentlich nach rechts raus und nicht so direkt auf dem Weg in Richtung Tor war. Aber er war eben knapp im Abseits und die Fahne bleibt erstmal unten. Das ist ja auch die Ansage an die Schiedsrichterassistenten, da möglicherweise ein Tor erstmal fallen zu lassen und dieses dann vom Videoassistenten nochmal zu überprüfen. Fahne ging dann hoch, als die Szene dann zum Foulspiel gegen Havertz kam. Und sie ging hoch, weil es eben vorher abseits war. Und das war auch alles richtig gesehen und deshalb korrekt gemacht vom Schiedsrichter gespannt. Wendell hat den Ball auf der linken Seite für die Leverkusen. Er versucht jetzt dann noch nach vorne zu kommen und dann köpft er ihn sich selber an die Schulter. Und von da geht er ins Seiten aus. Und da gibt es auch für der Mittellinie einen Einwurf auf der rechten Angriffsseite. Wenn wir jetzt wieder auf die Bayern umschalten, für die Bayern. Und den wird der rechte Verteidiger machen, nämlich der Weltmeister Pavard mit dem Einwurf jetzt für die Bayern. Lässt sich ein bisschen Zeit, wirft dann in Richtung Goretzka, der sich da anbot, aber Ballverlust. Diaby versucht nochmal den Sprint hinzulegen, versucht dann nochmal den Haken zu schlagen, kriegt ihn aber nicht hin. Dann Demir Bay versucht vorne den ein bisschen unglücklich agierenden Kevin Volland mitzunehmen. Hat nicht geklappt, müssen hintenrum spielen. Die Leverkusener machen das über Tapsoba und über ihren bislang einzigen Torschützen, über Sven Bender. Der mit schöner Spieleröffnung rausgespielt auf die rechte Seite auf Bellarabi, der ja eben frisch gekommen ist. War auch verletzt, hat erstmal sofort den Ball verloren und jetzt die Gefahr durch Gnabry. Ah, Radetzky geht zurück anstatt nach vorne und deshalb ist Gnabry im Strafraum frei und dann ist Radetzky da. Will Gnabry die querlegen und diesen querlegenden Pass, den hat Lukas Radetzky geahnt, der vorher hätte, finde ich, rauskommen müssen. Da hätte er die Situation entschärft. Manuel Neuer wäre auf jeden Fall rausgekommen in Richtung Strafraumgrenze. Aber Radetzky hat ganz kurz überlegt und ist dann zurückgelaufen. Es hätte gefährlich werden können, aber er hat dann im zweiten Versuch aufgepasst und diesen Querpass von Gnabry abgefangen. Und jetzt wird es unten nochmal einen Wechsel geben bei den Leverkusern. Nan Mitch Weiser wird jetzt reinkommen, in dem Fall für Lars Bender. Auch das ein ganz wichtiger Mann für die defensive Stabilität, aber er war lange verletzt, hat auch so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht, Fußverletzung, die ihn über Wochen, eigentlich über Monate geplagt hat. Und auch da geht natürlich der Gedanke von Peter Bosz so ein bisschen weiter in Richtung eben der Europa League-Spiele, in denen Leverkusen ja im Augenblick sehr chancenreich noch dabei ist. Das Ganze wird ja in Nordrhein-Westfalen ausgeführt werden. Und jetzt kommt der Steilpass auf Lewandowski. Der ist schon drin im Strafraum, aber Sven Bender ist da. Dann sind sie nochmal mit Mitch Weiser da. Und Lewandowski legt nochmal zurück auf Perisic. Perisic legt dann quer auf Kimmich. Kimmich dann nochmal auf Goretzka. Um den Strafraum rum spielen sie. Jetzt wieder auf Lewandowski. Der ist drin in der Box. Dann legt er nochmal quer. Ball über alle hinweg auf die andere Seite zu Gnabry. Gnabry immer noch in einer gefährlichen, aussichtsreichen Position. Tänzelt da so ein bisschen. Zwei Mann bei ihm. Und jetzt spielen sie hinten rum. Und ich gebe aber an Philipp Eger. Durchschnaufen. Ich muss mal Luft holen. Benjamin Pavard. Die Bayern machen aber wieder richtig viel Zug und Tempo. Leon Goretzka wird da von Wendell gestoppt und vielleicht die Kontermöglichkeit. Bellarabi kommt da ran. Nein, Alphonso Davies vor ihm am Ball, kurz vor dem Mittelkreis, spielt ihn zurück zu seinem Keeper, zu Manuel Neuer. Und er sagt erstmal, bitte da links rausgehen zu Lucas Hernandez, dass das Spiel ein bisschen breiter gemacht wird. Aber Bellarabi und auch Havertz attackieren trotzdem. Der Ball zwischen beide durchgespielt auf Ivan Perisic. Raus an die Seitenauslinie auf Alphonso Davies. Zurück auf Perisic in die Mitte. Anstoßkreis, Leon Goretzka rechts rüber, David Alaba und dann auf Benjamin Pavard an der Mittellinie. Wendell läuft ihm hinterher, deswegen zurück auf Kimmich gespielt, der mit einem hohen Ball, toller Spieleröffner, rüber auf Thomas Müller, holt den Ball kurz vor der rechten Eckfahne, spielt ihn dann in die Mitte rein, klasse auf Gnabry, Gnabry auf links, Schuss abgeblockt. Tapsoba geht dazwischen und hat ihn Lukas Radetzky am 5-Meter-Raum. Boah, jetzt ist wieder richtig Tempo drin. Das sieht auch der FC Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und der DFB-Präsident Fritz Keller.
wie die Leverkusener das Spiel toll eröffnen. Rüber auf die rechte Seite, Karim Bellarabi, ganz allein in der Mitte ist Kevin Volland. Kriegt er den Ball dahin? Volland, nein, Neuer ist da. Hat ihn, läuft 2-3 Meter raus aus seinem 16er, fängt den Ball und spielt ihn dann sofort weiter auf Robert Lewandowski an die Mittellinie ran. Der zurück auf Alphonso Davies, der ganz weit zurück auf Lucas Hernandez, den französischen Nationalspieler, und der auf den anderen französischen Nationalspieler, auf Benjamin Pavard, der Tempo aufnimmt, über die Mittellinie drüber spurtet, verfolgt wird von dem hierbei, aber nur gestoppt werden kann durch einen Foul. Dann ist der Ball irgendwie bei Leon Goretzka. Mein Gott, in der Mitte Perisic und Robert Lewandowski völlig frei. Armin, wenn da der Ball durchkommt, dann können sie sich's aussuchen, wer das 4-1 macht. So sieht's aus, und dann wäre hier wirklich alles entschieden. 83 Minuten rum, 3-1 für die Bayern, die so ein bisschen gewackelt haben, und eine sehr offene zweite Halbzeit. Jetzt Radetzky mit dem weiten Pass auf Havertz. Roch ein bisschen abseits. Havertz im Zweikampf gegen Hernandez. Und dann gibt es entweder das Stürmerfoul oder die Abseits. Er geht zur Abseitsposition. Also es roch, ich sag es ja, so ein bisschen nach Abseits von Havertz. Er spielt halt da immer ganz hauchdünn an der Grenze. Und das wissen die Bayern natürlich. Und deshalb stellen sie immer wieder die Leverkusener ganz zart, ganz kleines bisschen. In dem Fall war es ein halber Schritt vielleicht, aber Hernandez macht genau den Schritt raus, als der Pass kommt. Ist dann zwar eigentlich in der etwas schlechteren Position, aber es war eben abseits, und deshalb gibt es Freistoß für die Bayern. Leverkusen braucht jetzt schnell das zweite Tor, sonst wird das hier nichts mehr mit Spannung im leeren Münchner Olympiastadion. Und die Bayern haben wieder aufgedreht, hatten jetzt gute Möglichkeiten, hier das vierte Tor zu erzielen. Handspiel jetzt in Höhe der Mittellinie von Arangis bei einem Pass von Gnabry, und deshalb Freistoß für die Bayern, die jetzt sich so ein bisschen Zeit lassen. Kimmich guckt mal, steht eigentlich gar keiner so richtig frei. Dann spielt er ihn auf Goretzka, Goretzka auf Müller. Müller könnte unten Pavard mitnehmen. Nee, sagt sie, spiele ich zurück auf Goretzka. Und dann Alaba mit einem etwas wilden Ball, und deshalb Kontermöglichkeit für Moussa Diaby. Diaby düst jetzt in Richtung Strafraum, ist jetzt schon drin, müsste querlegen, macht er auch, aber schlecht gespielt. Wieder ein schlechter Pass von Diaby, der zum zweiten oder dritten Mal in einer sehr aussichtsreichen Position ist. Bellarabi war mitgelaufen, aber den Ball konnte er, der dann quer gespielt wurde, nun beim allerbesten Willen nicht mehr erreichen. Verzweiflung bei den Leverkusenern. Das war die Chance, hier auf 2-3 zu verkürzen. So weiterhin die 3-1-Führung für die Bayern natürlich. Und Bellarabi schimpft da zurück in Richtung Diaby, weil wenn er den Pass nur ein bisschen weiter in seine Richtung bringt, ein bisschen paralleler zu ihm, dann ist das eine Riesenmöglichkeit. Aber so bleibt es eben. Und wenn wir auf die Uhr gucken, hey, das war eine extrem kurzweilige zweite Hälfte. Armin, absolut. Wir sind nämlich jetzt auf einmal schon flott rumgegangen. Ja, in der 86. Minute. Weitere Wechsel deuten sich unten an. Philippe Coutinho, der jetzt noch die Nummer 10 trägt, der wird gleich reinkommen. Es wird ja dann in der neuen Saison Leroy Sané sein. Diaby Flanke in die Mitte, und dann rutscht er schon wieder am Ball vorbei. Karim Bellarabi wieder flach, gefährlich, aber schon wieder die Fahne oben. Nicht nur der Schiedsrichterassistent winkt, auch Armin winkt. Ja, genau. Ich winke hier mit. Weil es eben schon wieder abseits war. Und jetzt gibt es einen Doppelwechsel bei den Bayern. Und wenn das dein Doppelwechsel ist in der 87. Minute, dann weißt du, wie viel Qualität deine Mannschaft hat. Philippe Coutinho wird eben kommen und Thiago wird kommen. Was sind das für zwei große Namen, für zwei große Spieler, die eben erst ganz spät in der Schlussphase, in der es eigentlich schon in Richtung FC Bayern entschieden ist. Thomas Müller geht raus. Und Serge Gnabry geht raus. Und Thomas Müller will eigentlich gar nicht so wirklich raus. Nee. Er schüttelt den Kopf und sagt, hey, ich hätte es gern diesen Champion, diesen Pokalmoment beim Schlusspfiff erlebt. Aber Müller raus, kriegt nochmal einen Klaps von Brazzo Salihamidžić, genauso Serge Gnabry und Philippe Coutinho. Also jetzt drin, genauso wie Thiago, beide am Ball. Der war ja nach seiner Leisten-OP auch verletzt, aber es ist ein großes Thema hier. Thiago bei den Bayern, ob es ihn in Richtung FC Liverpool zieht, aber die Bayern schon wieder mit Tempo, eben mit Thiago, der spielt ihn an den 16er ran, Perisic geht rein, spielt ihn dann zurück zu Alphonso Davies, Doppelpassversuch, Davies, der ist so schnell, zieht zur Torauslinie, holt den Ball noch, und dann gibt es den Eckball für den FC Bayern München. Hat er sich klasse durchgesetzt dann nochmal gegen Karim Bellarabi. Aber du kriegst eben den Eckball auch nur, wenn du dann weiter so konsequent irgendwie nachgehst. Und das ist genau dieser Biss, dieser Hunger, den die Bayern ausstrahlen nach der Corona-Pause. Nicht nur in der Bundesliga, sondern eben jetzt auch in diesem Pokalfinale. Eckball für die Bayern. Wir haben gleich nur noch 2 Minuten regulär.
Genau, 2 Minuten noch regulär. Thomas Müller war übrigens echt sauer. Also der Hansi Flick wollte mit ihm so ein bisschen die Ghetto-Faust machen. Und Müller sitzt da jetzt mit starrem Blick und ist echt stinkig und sagt sich, warum nimmt er mich 2 Minuten vorm Ende raus in so einem Pokalfinale? Das will ich bis zum Ende mitspielen. Hansi Flick wird seine Gründe haben und wird sich sagen, den Müller brauche ich noch. Wir haben noch wichtige Champions-League-Spiele vor uns. Und was soll der sich jetzt hier verletzen? Wir führen 3-1 und ich denke, die Bayern werden das auch nach Hause schaukeln. Es war eine sehr schöne zweite Halbzeit. Da hat man sich auch mal so richtig als Reporter in Rage geredet. Ich habe wohl irgendwann auch mal Olympiastadion München gesagt. Wir sind natürlich nicht im Olympiastadion in München, aber die Münchner Bayern spielen halt da unten. Und ein Olympiastadion haben sie ja auch. Und Perisic ist jetzt auf dem Weg zum 4-1, ist im Strafraum. Jetzt muss er querlegen, da kommt der Pass. Und dann der Lupfer und das Tor durch Robert Lewandowski. Die Wiesen ist gematt. Die Bayern werden... Gematt, bitte. Gematt. Gematt. Ist gematt. Auf jeden Fall, der Deckel ist drauf. Oder wir sagen gerne, der Drops ist gelutscht. Was auch immer wir nehmen, das ist die Entscheidung. 89. Minute, Perisic ganz überlegt auf Lewandowski. Und der dann mit so einer Art Chip über den Keeper hinweg. Und es heißt 4-1 für die Bayern. Leverkusen hat uns eine tolle zweite Halbzeit geliefert. Da war echt was drin. Aber die Bayern gewinnen dieses Spiel natürlich hochverdient, weil sie bärenstark in der ersten waren. Und weil sie nach der starken Phase der Leverkusener, als die dran geschnüffelt haben am Anschlusstreffer und dem zweiten Tor, immer wieder Antworten gefunden haben, Chancen hatten. Und Lewandowski macht das eiskalt, richtig stark. Den macht auch nicht jeder so rein, wie er den dann vor Radetzky über den Keeper ins Tor versenkt. 4-1 für die Bayern. Und auch unser ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, der nickt da anerkennend, ist natürlich auch heute hier im Stadion bei den Fernsehkollegen ja der Experte und denkt sich wahrscheinlich, boah, sind das starke Bayern und Lewandowski da mit so viel Gefühl. Er ist ja also vom Körper wahrscheinlich mit Leon Goretzka in der Muckibude gewesen, beide ja extrem Power und extrem an Kilos zugelegt. Und jetzt vielleicht nochmal die Leverkusener mit Bellarabi in die Mitte gelegt auf Diaby. Diaby frei, Schuss abgeblockt. Pavard, der sich da dazwischen stellt und dann hinterher brüllt und sagt, boah, das war doch eine richtig gute Aktion schon wieder von mir. Und Lewandowski eben auf der anderen Seite, das macht ihn auch so ganz besonders, dass er nicht nur Muskelpaket ist, sondern auch so viel Gefühl ist. Eben eine Maschine mit ganz viel Feinmechanik. Und jetzt geht der Ball von der Brust von Philippe Coutinho ins Seiten aus und es gibt Einwurf für Bayer Leverkusen und Bayern also ganz kurz vor dem 20. Pokalerfolg. Wir sind in der Nachspielzeit. Armin, hast du die Nachspielzeit gesehen zufällig? Nee, habe ich leider auch nicht gesehen, weil mich die Leute hier immer noch beschimpfen. Ich kriege hier WhatsApps, weil ich eben Münchner Olympiastadion gesagt habe. Ich gebe ehrlich zu, ist mir noch nicht mal aufgefallen. Mir auch, weil du nichts gesagt hast. Mir ist es auch nicht aufgefallen. Also wir sind natürlich in Berlin, da ist ja immer das Pokalfinale seit vielen, vielen Jahren und normalerweise mit ganz tolle Atmosphäre, 25.000 Fans hüben wie drüben von jeder Mannschaft. Die fehlen uns, liebe Fans. Hoffentlich dürft ihr bald wieder ins Stadion. Wir wünschen uns das sehr. Aber es war trotzdem in der zweiten Halbzeit zumindest ein echt sehenswerter Kick. Und die Leverkusener wollen zumindest noch den zweiten Treffer. Havertz mit der Flanke in die Mitte. Ball ist immer noch heiß. Erster Haken, zweiter Haken. Ist immer noch im Strafraum. Immer noch gefährlich. Noch einmal mit Schweizer. Und jetzt dauert es ein bisschen lange. Die Bayern haben viele Leute mittlerweile wieder im Strafraum. Und kriegen aber trotzdem nochmal die Gefahr und blocken ab. Und dann gibt es Hernandez ist zur Stelle. Nochmal ein Eckball in der Nachspielzeit für Bayer Leverkusen. 4-1 für die Bayern. Nachspielzeit läuft. Und wir gucken mal, ob es vielleicht doch noch ein zweites Tor für Leverkusen gibt. Kerim Demeba, der hatte ja vorhin auch den Eckball zum zwischenzeitlichen 1-3 getreten. Dann Kopfballtor eben von Sven Bender von der rechten Seite. Und mit seinem linken Fuß wird es dann eben mit Efe ran an das Tor. Schauen wir mal, was er macht. Demeba immer noch mit einem weiten Anlauf, steht fast an der Werbebande, dann hoch an den zweiten Pfosten. Neuer bleibt auf dem Tor. Wieder Bender mit dem Kopfball und Volland Tor, aber schon wieder die Fahne oben. Der Winkemann da hinten, der Schiedsrichterassistent Volland, nimmt es nur regungslos zur Kenntnis und denkt sich, Mensch, ich habe so viel investiert seit meiner Einwechslung in der zweiten Hälfte. Aber dann kamen die Pässe nicht hundertprozentig genau an und das ist irgendwie symptomatisch für das Spiel und das Finalspiel der Leverkusen. Aber war das wirklich abseits oder war es vielleicht aufgestützt eher von Sven Bender? Und jetzt ist der Videobeweis im Einsatz. Denn nämlich der Schiedsrichter Tobias Welz hat die Hand am rechten Ohr an seinem
Headset und es kann sehr gut sein, dass der Treffer doch gegeben wird. Tobias Welz schaut sich das jetzt auf dem Monitor genau dieses Tor selber nochmal an. Kevin Volland eben im Nachsetzen, im Abstauben. Vorher der Kopfball von Sven Bender. Und die Frage, ob da eben ein Aufstürzen von Sven Bender gegen Alfonso Davis dabei war. Es war ein Handspiel dabei. So hat es Tobias Welz jetzt wieder gezeigt. Also er hat diese Geste doch gemacht, Armin, oder? Ja, ich habe da jetzt linke, auch irgendwas mit Handspiel linker gesehen. Unterarm. Aber wo genau das gewesen sein soll, was es jetzt da geben soll, es gibt so ein bisschen, also es gibt ein Handspiel und offenbar von einem Bayern-Spieler und das würde heißen Elfmeter, ja. Es gibt Elfmeter für Leverkusen. Ah, jetzt konnte man es sehen. Jetzt haben wir die Einstellung gesehen. Boah. Alfonso Davis. Boah, in Armin, dem sei mir nicht Duell. Böse, aber das, also Freunde, boah. Freunde. Aber es macht ja, es ist ja egal. Es steht 4-1 für die Bayern. Der Ball war eh im Tor. Ja. Und aus meiner Sicht war es auch kein Abseits. Also hätte man jetzt auch sagen können, ist Tor. Aber Davis im Zweikampf da mit Sven Bender springt ihm der Ball eindeutig an den Arm. Aber er ist halt da im Zweikampf, wird von hinten noch geschubst und gedrückt. Egal. Es gibt Handelfmeter für Leverkusen. Kai Havertz in seinem ersten großen Finale kann jetzt vielleicht auch noch ein Tor erzielen. Aber es wird keine große Bedeutung haben. 3 Meter Anlauf mit links. Der Schuss in den linken oberen Winkel. Hämmert er das Ding rein. 2-4. Und dann pfeift der Schiedsrichter Tobias Welz das Ding auch ab. Das war die letzte Szene. Leverkusen also erzielt noch ein zweites Tor. Das haben sie sich auch irgendwo verdient durch diese tolle zweite Halbzeit, an der wir, das muss man ganz klar sagen, Philipp Eger, richtig Spaß hatten. Wundervoll, wirklich, dieses Pokalfinale, vor allem in der zweiten Hälfte. Auch die Tore der Bayern in der ersten Hälfte waren schön. Und jetzt hier also die LED-Show. Wir sitzen ja eben relativ dicht unterm Dach, gerade alles in Rot, weil der FC Bayern eben zum 20. Mal Pokalsieger ist. Dann wieder kurz in Grün, jetzt wieder nochmal in Rot. Der FC Bayern gewinnt also verdient, sehr verdient mit 4-2. Es hat wieder 6 Tore gegeben, genauso wie schon im letzten Bundesligaspiel. Da gab es ja auch ein 4-2 der Bayern gegen Leverkusen. Unten die Ersatzspieler, die schon die Pokal, die weißen Pokal- oder Double-T-Shirts anhaben. Aber die Bayern-Spieler, die das heute gerockt haben auf dem Rasen, stehen da noch und klatschen jetzt auch die Leverkusener ab, die vor allem in der zweiten Hälfte auf Augenhöhe waren und dieses Pokalfinale auch zu einem packenden Pokalfinale gemacht haben. Aber am Ende gewinnt der FC Bayern hier im leeren Berliner Olympiastadion mit 4-2.